Okay, Jesus Christus. Ja, sorry für den verfrühten Start, ich bin eine Minute zu früh, aber jemand hat gerade rumgemotzt, ich solle gefälligst anfangen. Ich weiß nicht mal warum, ich spiel nicht mal Silent Hill. Hallo. Oh, rein, bitte. Was ist los? Returned. Nosi. Vielen lieben Dank. Und Tobi Chicken, ebenfalls vielen lieben Dank. Meine Güte. Zwei auf einmal. Zwei auf einen Streich. Our Vielen illustrious Dank. champion returns. Welcome home. Klingen die Alerts okay? Ich weiß es nicht. Tachchen, Tachchen. Hallo. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich heute statt Grim Fandango was anderes streame, aber wir bleiben bei Grim Fandango. Zumal ich bei anderen Sachen immer nicht weiß, wird es funktionieren? Willkommen zu einer weiteren Folge voller Audioprobleme. Die Lords hören sich hallend an. Okay. So be it. Vielleicht hören sie sich jetzt nicht mehr hallend an. Ich weiß es nicht. Hallö, hallö, hallö. Wir sind mal wieder am Start. Wir sind in Jahr 3 von Grim Fandango, nur zur Erinnerung. Die Welt der Toten hat entgegen dem heutigen Streamtitel 4 Jahre. Das heißt, wir sind quasi in der zweiten Hälfte, I guess. Könnte hinkommen. Und ab jetzt wird's kritisch. Ich hoffe, es finden sich heute noch ein paar Leute ein und betreiben so viel Backseat-Gaming wie nur geht. Einfach deshalb, weil, boy howdy, erinnere ich mich nicht an die zweite Hälfte des Spiels. Es ist wirklich eine Weile her. Ich habe damals für den Test, habe ich halt auch bis ins zweite Jahr reingespielt, sozusagen. Und ich meine, es ist bei einem Remaster von einem Adventure, ist glaube ich nicht nötig, dass man das ganze Spiel nochmal spielt. Wenn du keinen Backseat hast, dann solltest du natürlich auch kein Backseat Gaming betreiben. Ja, aber schön, dass ihr da seid. Heute irren wir 3 Stunden über einen Friedhof, auf dem nichts passiert. Und dann kämpfen wir gegen einen Bossgegner, dessen Mechaniken unklar sind. Und dann sagen uns alle Leute, wie toll sie unseren Stream finden, weil wir eine halbe Stunde eine Katze gezeigt haben, die schnurrt. Das ist der Plan für heute. Ich hoffe, euch geht's gut an diesem schönen Sonntag. Mir geht's gut. Mir geht's wieder gut, sollte ich vielleicht sagen. Ein paar von euch haben es vielleicht mitbekommen, diejenigen, die Our auch. illustrious champion returns. Welcome home. Oh mein Gott. Ich sag euch, da macht man einmal eine Referenz auf Kurti und schon hagelt es von Mats mal wieder ein Abo. Vielen lieben Dank für diese erneute Geldwäsche. Wir sollten dieses Geschäftsmodell das wirklich überdenken. Wir schieben einfach Geld hin und her und anteilig geht einfach immer was an Amazon. Und ich weiß nicht, ob das finanziell die beste Idee ist, die wir hier hatten. Oh mein Gott, nur noch 4,5 Minuten um den Hype-Train. Oh mein Gott! Our illustrious champion Chicken, returns. vielen lieben Dank. Welcome home. Hype-Train, Stufe 1. Dankeschön. Ja, was ich sagen wollte, ich hatte eine ziemlich harte Woche letzte Woche, wie vielleicht ein, zwei Leute mitbekommen haben, die mir auf Twitter folgen. Es ist, also ich hatte erstens arbeitsmäßig sehr viel zu tun. Wir hatten ein bisschen Personalkrise, weil ein Kollege mit Covid ausgefallen war und dann gab es Personalstress und so weiter. Dann pünktlich, als ich das erledigt hatte, habe ich starke Zahnschmerzen bekommen und musste eine Zahnwurzelbehandlung bekommen. Mit der bin ich nach Hause gegangen. Und habe am selben Abend in einem anderen Zahn Zahnschmerzen bekommen, sodass ich nächsten Tag wieder zum Zahnarzt gegangen bin. Allerdings nicht ohne. Also, nachdem ich die zweiten Zahnschmerzen bekommen habe, bin ich auf Arbeit gegangen und am nächsten Tag war bei uns auf Arbeit Karl Gustav der 16. von Schweden zu Gast. Dem ich begegnet bin. Mit einer Flasche kalten Wasser in der Hand und die ganze Zeit meinen Mund ausspülen, damit die Zahnschmerzen ein bisschen nachlassen.
Dann bin ich zum Zahnarzt, habe die zweite Wurzelbehandlung innerhalb von 2 Tagen bekommen. Nichts davon war geplant. Deswegen konnte ich an dem Tag auch nicht zu Hooked. Denn eigentlich war ich am Sonntag zu Hooked eingeladen. Am Sonntag. Am Donnerstag. Am Donnerstag war ich zu Hooked eingeladen. Chicken, das ist der König von Schweden. Karl Gustav der 16. ist der König von Schweden. Ja. Und. Also, ja, ich kann nicht ausschließen, dass Tobi Chicken Karl Gustav der 16. von Schweden ist. Ich habe schon mal Bilder von Chicken gesehen. Sie sehen sich nicht hundertprozentig ähnlich. Aber ich weiß es nicht. Ich habe auch noch nie ein Foto gesehen, auf dem beide gleichzeitig zu sehen sind. Also, wer weiß. Man muss da wohl mit Whisky spielen. Ja, der feine Herr wieder, der Geld für Whisky hat. Weißt du, was ich mache, wenn ich Alkohol will? Ich lasse Früchte verrotten. Und spüle mir mit diesen Früchten den Mund aus. Ja, jedenfalls 2 Wurzelbehandlungen nacheinander und dann, ja, es war eine taffe Woche. Es war nicht cool. Aber gestern war entspannt. Ich hoffe, wir haben heute einen schönen Stream. Ja. Und jetzt bleibt nur noch die Frage: Habe ich daran gedacht, beim letzten Mal bei Grim Fandango zu speichern? Oder habe ich Macht der Gewohnheit mäßig einfach ausgemacht und wir sind wieder in Jahr 2? Bitte schließen Sie Ihre Wetten jetzt ab. Ah. Team vergessen. Also ich weiß es schon, ich habe schon nachgeguckt, das ist alles in Ordnung. Leo ist der König der Schweiz. Ich war vor kurzem in Zürich und dann war ich kurzzeitig in Appenzell. Und Appenzell ist, wenn man sich nach Appenzell verirrt, das sieht halt wirklich aus wie in Heidi. Es ist wirklich surreal. Alpenpanorama, davor ein paar Häuschen, grüne Hügel, Schafe, Kühe. Appenzell, nicht Alpenzell, Appenzell heißt der Ort. Und ja, wie Appenzeller Käse. Ich war auch in der Appenzeller Käserei. Es ist eine. Der feine Herr war in Zürich? Es heißt Appenzell Inner oder Außerhoden. Ja, so heißt nicht der Kanton, aber der Landstrich, glaube ich, ja. Gibt komischerweise keinen Landstrich namens Nebenhoden, soweit ich weiß, aber. Ja, Appenzell hat eine Schaukäserei. Mit anderen Worten, die Appenzeller Käserei ist eine, die man begehen kann. Dann kann man sich da angucken, wie der Käse drin gemacht wird. Und außerdem erzählen sie einem unheimlich viel Blödsinn über Schweizer Folklore etc. Und an einer der Wände stand unironisch: Schmeckst du den Zauber des Käses? Lass uns Grim Fandango spielen. Appenzell ist 2 Kantone. Gut zu wissen. Schön, dass sich da jemand auskennt. That being said, ich habe im Restaurant der Käserei sehr gut gegessen. Ich habe die Kellnerin gefragt, haben Sie was ohne Käse? Und ich glaube, sie wollte mich irgendwie an den internationalen Gerichtshof ausliefern oder so. Fällt gerade auf, die Kamera flackert. Ist das das Licht hier oder ist das die Kamera? Schwer zu sagen. Oh, der feine Herr hat was gegessen. Wenn Mats hungrig ist, legt er sich schlafen und hofft, dass ihm die Insekten in den Mund krauchen. Der Schweizer ist hier am Start. Ja.
Es ist gut, dass du dich da auskennst, Michelangelo. Ich habe Kurti kein Geschenk mitgebracht, aber das sollte ich vielleicht tun. Auf der anderen Seite, um Kurti ein schönes Geschenk mitzubringen, muss ich, glaube ich, wirklich nicht in die Schweiz reisen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich Kurti über Sachen, die aus Deutschland kommen, genauso freut. Vielleicht sogar mehr freut. Vielleicht ist Kurti Nationalist. Schon mal darüber nachgedacht? Ja, es ist. Wenn man ganz genau hinhört bei Kurti, dann hört man so: Kauft deutsches Katzenfutter. Ich hatte neulich einen Freund, der so peripher in der Hook-Community ist, gefragt, wer ist eigentlich Kurti? Er guckt Mats Streams nicht, aber er hatte mitbekommen, dass alle von Kurti reden. Alles gehört zum Königreich von Kurti. Alles, was die Sonne berührt. Jedenfalls. Grim Fandango, ne? Wo waren wir eigentlich gerade? Mörder getarnt als Zollinspektoren. Borden, Money Schiff, das ursprünglich mal Limbo hieß, was aber jetzt SS Lola heißt. Alles, was seine Haare hat. Also eure ganze Wohnung, die Nachbarswohnung und wahrscheinlich noch viele, viele andere Orte. So. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir diese gedungenen Mörder, ob wir denen entkommen können. Aber hier weiß ich wirklich also nichts mehr vom Spiel, ne? Hey, Our illustrious champion Die sehen verchromt wirklich besser Welcome aus. home. Entschuldigung? Kingston? Das überschreitet die Grenze dessen, was ich anständig Our modest fellowship expands. Praise the sun. Welcome back. Your steadfast loyalty is greatly appreciated. You have returned. We stole all the really good things out of Scum and kept them. We kept the idea of the chore tool, which I just called Chortle, but they had Cyst and Bile. You have returned. Tools from Scum. Cyst, bile, phlegm, mucus, and we kept, but there are analogs, like the chore tool is the really big one, but it's the analog to A new subscriber arrives. Adventure games. It fills you with determination. Paradigms, you know, they manipulate 3D elements and 2D elements and movies and things together on one timeline, but that really is hard. A timely reappearance. Lucas is the dungeon awaits. The great art and the funny writing and all of that, but it's all built on. Just tech. Amazing tech. You have returned. Our illustrious champion returns. Welcome home. Illustrious champion returns. Henrich. Welcome home. Henrich Arnold war doch noch ein Kind. Oh no, all the sprouted sailors. But what happens to the souls when they're sprouted? I was wondering that myself. I think the idea was they take the flowers and bring back to the land of the living. Like it's recycled. Ah, they get I never really thought they through. Get reincarnated, which yeah. is sort of what you don't want to do. Here. Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein. Hey, er ist hier hinten. Schnapp ihn dir! Zollkontrolle, öffnen Sie die Tür. Ja, wir wollen Ihr Gepäck überprüfen. Keine Sorge, Captain. Hier drin sind wir sicher. Okay,
Lass uns einfach die Sprengsätze anbringen und verschwinden. You're thinking back to the way that we all worked together at LucasArts, you know, the way the different departments collaborated. You know, it was, everybody just assumed that we were all rooting for each other and on the same team. And there was almost no sense of kind of trial period or in, nowadays, and for a long time now in the video game industry, a lot of times when you are in a service capacity, such as sound or audio, music, there's really a vetting period where what you're presenting is being vetted by the directors and the producers, and you need to hear back, you know, what did they think, are they want to continue to work with us, and that kind of thing. And that's fine, that's the way the film industry is, and that's the way things are. But back then, especially at LucasArts, it was not at all like that. Everyone just wanted to be working together. It was all one team. Everyone was facing in the same collaborative direction and achieving fun results. And I think that creates an atmosphere in which people feel comfortable creating and taking risks. So it paid off, I think. So, ich sollte... Ich arbeite an einer Lösung. Ja, ich glaube einfach nur Wackelkontakt. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ihr solltet mich wieder hören. Na, ohne technische Probleme wird bei mir nicht mehr zu haben sein. Jedenfalls nicht, bis ich einen neuen Rechner kriege. Es ist, ich muss mal gucken, wie sich dieses Jahr finanziell entwickelt. Momentan ist ein Rechner finanziell einfach nicht drin. Es könnte sein, dass das gegen Ende des Jahres anders wird. Aber keine Garantien. Von hier wird der Backbordanker bedient. Ja, auch von meiner Seite nochmals vielen lieben Dank für die vielen Abos. Glottis, was bedeuten diese Werte? Dass wir in die Luft fliegen, Captain. Und dass es wehtun wird. Ich mag es, dass Glottis cool bleibt in Krisensituationen. Warum geht Manni da hin und guckt sich das an, wenn ich Glottis anklicke? Ich kann mit Glottis irgendwie nicht reden und nicht interagieren. Das ist fucking weird. Von hier aus wird der Steuerbordanker bedient. Oh, I wanted to also talk about, I think this was the, this may have... Okay, danke dafür. Oh, I wanted to also talk about, I think this was the, this may have been the first game, may not have, but at LucasArts that I can remember, where you walk the character around, and procedurally his head, Manny's head is turning towards points of interest. Yeah. Procedure. It was the first head tracking, right? With a computer? LucasArts? Oh, definitely at LucasArts it was. For sure. I think that was because Tim didn't want to have like the UI highlighting stuff, right? Mm-hmm. Or he wanted to try something new. Das habe ich auch schon mal gehört. It was partial hint and partial probably red herring, right? Oh. Yeah. Like just show the player that they're in the point them in the direction of interesting subjects. And I mean, it shows you everything you can interact with, and not everything you can interact with is a solution either, you know, so. There's no UI in this game, if anyone didn't notice, and that was by design. Sieht aus, als sei der Anker unten. Okay.
Na toll, jetzt finde ich einen rostigen Anker. Da steht, inspiziert von Nummer 36. Komme nicht dran. Kommst nicht ran? Immer wenn Manni irgendwo nicht rankommt, benutzt sie erstmal die Sense. Was versuchst du da? Was war das? Ich weiß nicht, was Manni gerade getan hat. Komme nicht dran. What? What? Was passiert gerade? Manni? Einer von uns beiden hat einen Schlaganfall. Und wir haben alle nicht so viel Glück, dass ich es bin. Warte, können Skelette einen Schlaganfall haben? Was ist ein Schlaganfall? Ein Schlaganfall ist doch, wenn ich mich nicht irre, ein Thrombus, der dafür sorgt, dass ein Teil des Gehirns plötzlich nicht mehr mit Blut versorgt wird, oder? Na, in Anbetracht dessen, dass er weder Blutgefäße noch ein Gehirn hat. Komme nicht dran. Oder vielleicht hat er ein Gehirn. Wir haben, glaube ich, seinen Schädel noch nicht von ihm gesehen. Komme nicht dran. Na, wenn du meinst. Was sind das für Hebel? Das ist der Hebel für die Backbordmaschine. Oh mein Gott. Was ist dieses Rätsel? I don't remember this one. Was passiert hier? Was tue ich, Leute? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue. Ich muss wahrscheinlich eine Seite des Bootes verankern, sodass sich das Schiff auf irgendeine bestimmte Weise dreht. Oder? Das klingt, als ob es Sinn ergibt. Aber warum? Was hätte ich damit gewonnen? Soll ich... Ich würde euch nicht als sexy Idioten bezeichnen. Ich sag euch jetzt aber auch nicht, an welcher Stelle der Formulierung es hapert. Ja, ich hatte... Einmal mehr verfluche ich mit meinem letzten Atemzug Soldberg. Und mit Soldberg meine ich Thomas Goik. Ich hab mir gestern Songs of Conquest gekauft und hab irgendwie 6 Stunden am Stück erstmal gespielt. Because I like it. It's a very, very nice game. Und... Ich verfluche Tom auf zweierlei Weise, weil ohne ihn würde ich Heroes of Might and Magic nicht kennen. Und Songs of Conquest. Muss ich irgendwie... Das Schiff so lenken, dass einer der Anker sich bei irgendwas verhakt und dann muss ich den Anker einholen, um was einzureißen? Ist das...
Ich sehe nicht, dass ich hier irgendwas wirklich tun würde. Ich sehe nicht, dass sich hier irgendwas bewegt oder so. Aber vielleicht soll das impliziert sein, dass sich hier was bewegt? I don't know. Ah. This is very frustrating already. Wir haben den Stream kaum begonnen. Und schon das. Vielleicht gibt es hier auch einfach noch was anderes im Raum. Soll ich mal... was war nochmal untersuchen? Ichole! Glottis hat dem alten Diesel aber ordentlich Dampf gemacht. Wenn sie noch etwas stärker wären, könnten wir die Sache vielleicht noch rumreißen. Ich hab's versucht. Oh, wie habe ich es versucht. Aber es hat nicht gereicht. Sie sind nicht stark genug. Hey, Ruhe bewahren, Seemann. Stark genug, wofür? Ich denke, die Maschinen steuert man am besten über die Kontrollen da drüben. Und nicht durch Handauflegen. Ich spiele gerade, wenn ich unterwegs bin, Ghost Trick. Was ich zwar schon mal gespielt habe, was ich aber schon lange nicht mehr gespielt habe. Und Ghost Trick ist vor allem Machen von Ace Attorney. Und wie auch in Ace Attorney gibt es in Ghost Trick haufenweise Running Gags. Und einer davon ist, also man spielt einen Geist, einen frisch Verstorbenen. Und jedes Mal, wenn jemand mit ihm redet und eine Formulierung benutzt wie, come on, shake a leg oder sowas, dann sagt er sowas wie, Geister haben gar keine Beine. Aber wirklich jedes einzelne Mal. Ja, also ich schätze mal, wir müssen mit einem der Anker etwas zu uns nach oben holen. Aber... aber was? Jetzt ist es relativ weit von diesem Felsen entfernt. Es ist immer noch ziemlich weit von diesem Felsen. Ich sehe nicht, dass sich etwas tut. Jetzt bewegt es sich. Jetzt ist es direkt über dem Felsen. Richtig? Richtig. So, jetzt droppe ich mal den rechten Anker. In der Hoffnung, dass er vielleicht hinter dem Felsen landet. Das wäre doch schon mal. Das wäre doch schon mal was. Das wäre was Reales. Jetzt sollen wir auch aber einfach an der Kette runterklettern? Komme nicht dran. Es ist bestimmt leichter, ihn per Motor hochzuziehen. Motor? Sollen wir ihn per Motor hochziehen? Ich weiß, dass ich den Entwicklerkommentar hier noch nicht gehört habe, aber es ist, so sehr ich die Entwicklerkommentare mag, aber sie sind vielleicht ein bisschen gehäuft. Absolut nichts tut, ne? Oder tut sich was und ich sehe es einfach nicht. Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Ist das Einzige, was sich irgendwie zu bewegen scheint. Schiff nach links, Schiff nach rechts. Vorne und hinten machen irgendwie gefühlt gar nichts. Macht hier vorne was? Nein. Macht hier hinten was? Nein. Sehr geehrte Entwickler von LucasArts. Was zur Hölle?
Ich weiß nicht, was hier gefragt ist, ne? Ich guck jetzt nach. Ob Backseat Gaming oder ob ich selbst was nachgucke. Okay. Okay. Also. Wir gucken mal. Weiß jetzt nicht, ob das, was ich gerade gefunden habe, so hundertprozentig schlüssig ist, aber ich bin zu vorsichtig zuversichtlich. So, und zwar. Bin ich gerade am Dock? Nein, jetzt. Und zwar, wenn ich das richtig verstehe, soll ich die beiden Anker dazu bringen, sich zu verheddern? Indem ich den hier droppe. Dann das Schiff nach links steuere, sodass der Anker sozusagen unterm Schiff landet. Und dann den anderen zu droppen. Weißt du. Jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig warum, aber. Sure. So, vielleicht haben die sich jetzt verheddert. Das sah gut aus. Jetzt soll ich den anderen hochziehen. Was mache ich? Schrotte ich gerade das Schiff? Soll ich das Schiff halbieren? Was ist das? Sorry, dass ich hier mit Walkthrough arbeite, versuche ich natürlich eigentlich zu vermeiden. Wie ihr wisst, wenn ihr schon mal gesehen habt, wie ich ein Adventure spiele. Aber ich glaube, es wäre auch für niemanden unterhaltsam, wenn ich hier eine halbe Stunde dran hänge. Oh mein Gott. Tja, das war's. Und wenn wir jetzt den anderen Anker ziehen, dann. Was machen wir dann? Bringen wir das Schiff zum Kentern? Einfach sollen wir es auf den Kopf stellen? Ich sag euch, Leute, ne? Dieses Rätsel, ich weiß nicht. Glottis, halt dir die Ohren zu. Nee, nicht zum Kentern. Wir halbieren es wirklich. Was war das? Die Sollbruchstelle, Kumpel. Sollbruchstelle ist ein sehr, sehr, sehr gutes Wort dafür. Sehr deutsches Wort. So. Komme nicht dran. Ja, sorry, ich hatte gerade den Chat nicht im Auge. Vielleicht habe ich das mittlerweile auch selbst geschrieben. Mats is not impressed.
Ich liebe Grim Fandango, aber nicht dafür. Wenn ich weiter mit den Ankern rumspiele, gehen wir vermutlich mit dem Schiff unter. Oh, und jetzt soll ich... Oh mein Gott. Mir erschließt sich nicht mal, was ich jetzt als nächstes machen soll. Als nächstes, und damit ist diese Stelle dann, glaube ich, auch abgeschlossen. Jetzt soll ich das Schiff in den Rückwärtsgang schalten. Und dann halbiere ich das Schiff. Ich weiß immer noch nicht, was ich tue. Okay. Ah ja, klar! Was ist im großen Verständnismodus? Nur ein bisschen weiter, Glottis! Hier ist die Sache. Wenn das Spiel mich darauf gebracht hätte, irgendwie impliziert hätte, dass das hier alles, dass es was Sinn macht und eine Option ist und so weiter und so fort, okay, von mir aus. Aber dass der Spieler alleine darauf kommen soll, ist schon so eine Sache, ne? Melly, ich ertrinke! Mira, reg dich ab, Matrose. Du hast leicht reden. Du hast ja keine Lungen mehr. Hey, du hast schließlich ohne Herz gelebt. Dann wirst du es ja wohl auch ein Weilchen ohne Luft aushalten. Zumindest bis mir einfällt, was wir tun sollen. Ja, Lucrezia, ich glaube, die Frage hat sich erübrigt. Genau, ich erinnere mich nämlich noch, dass, das wollte ich vorhin nicht spoilen, dass ein beträchtlicher Teil von Jahr 3 unter Wasser spielt. Nein, nicht rausnehmen. Mani, warum bist du so? The sort of whale sounds in the music are overblowing on the contrabass clarinet. Yeah. Yeah, Ralph Carney doing his little. That's the same thing with the birds that jump up at you and surprise you, squawk. Ja, dann doch lieber... Sei gewarnt, wagemutiger Kapitän. Hier in den dunklen Tiefen des Meeres der Tränen hausen unvorstellbar grausige Ungeheuer. Diese furchterregenden, nebelhaften Dämonen der Tiefe werden dich verschlingen, sobald du diese Insel des Lichts verlässt. Hör auf meine Warnung oder tritt vor und stürze ins Verderben. Schon gut, ich glaube es dir ja. Aber spar dir deine Geist dieses Landes Stimme. Dafür, dass er sich gerade noch beschwert hat, dass er nicht atmen kann, macht er hier ganz schön einen Krach. Ja, da kommt schon eins. Amigo, hey, ich rede mit dir. Okay, das war vielleicht kein Seemonster, aber es war trotzdem ganz schön gruselig. Alles in Ordnung mit dir? Ich bin ein Geist dieses Landes, Manny, kein Seeteufel. Lass dich nicht hängen, Manu. Oh, Lola, ich hab dich schon wieder enttäuscht. Oh, ich denke, sie hat ihre besten Tage hinter sich. Ich hab dir ja gesagt, dass der Name Unglück bringt. Hey! Sorry. Wir sind unter Wasser, nicht auf dem Mond. Laut unserer Karte ist das hier die Perle. Was? Ich würde ja gerne hinübergehen, aber das Wasser, das ich durchqueren müsste, ist mir doch etwas zu dunkel.
Ja, ich glaube, wir brauchen die Hilfe unseres Freundes mit der Laterne. Aber was tun? Amigo! Hä? Wer? Ach, hey, schon wieder ein Wrack. Ja, ja. Verstehst du jetzt, warum ich niemals mit dem Schiff reise? Wir hatten einen kleinen Unfall. Glaubst du, du kannst uns helfen? Kommt drauf an, was für Hilfe ihr braucht. Könnten wir uns kurz das Licht borgen? Tut mir leid. Ich hänge sehr daran. Dürfen wir dich begleiten? Dann habt ihr aber einen weiten Weg vor euch. Wir haben keine andere Wahl. Na gut. Dann bewegt die alten Knochen, folgt meinem Licht und versucht nicht so schief zu singen. Mein kleines Licht so schön, sie sollen's alle sehen. Mein kleines Licht so schön, sie sollen's alle sehen. Mein kleines Licht so schön, sie sollen's alle sehen, 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 sehen. Auch könnt ihr's nicht verstehen, sie sollen's alle sehen. Auch könnt ihr's nicht verstehen, sie sollen's alle sehen. Auch könnt ihr's nicht verstehen, sie sollen's alle sehen. Und es scheint, und es scheint, und es scheint. Es verscheucht das Meeresungetier. Und alle sollen sehen. Es verscheucht das Meeresungetier. Es verscheucht das Meeresungetier. Und alle sollen sehen. Und es scheint, und es scheint. Und es scheint, es scheint, berühre nicht mein Licht, oh nein. Berühre nicht mein Licht, oh nein. Sie sollen sehen seinen Schein. Berühre nicht mein Licht, oh nein. Und es scheint, und es scheint, und es scheint. Erinnert mich irgendwie an unser Schiff. Das Meer spielt dem Verstand manchmal seltsame Streiche, Junge. Nach einer Weile sieht alles gleich aus, als würdest du immer im Kreis gehen. Also, irgendwie kommen wir nicht besonders gut voran. Tja, die feuchte Seelenwanderung ist nicht jedermanns Sache. Ja, Fun Fact, das ist einer der Lieblingsgags von meinem alten Freund Robin. Der sich beim ersten Mal doch sehr kaputt gelacht hat, als diese Stelle kam. Weiterer Fun Fact: Im Original singt er den berühmten, was ist es eigentlich? Gospel? Spiritual Song? This Little Light of Mine. This Little Light of Mine, I'm gonna let it shine. This Little Light of Mine, I'm gonna let it shine. Ja. Und, ich glaube, er singt ein bisschen mehr. Könntest du uns zu der Perle bringen? Ha, ihr glaubt doch nicht etwa an diese alten Märchen, oder? Glaubt ihr etwa, dass irgendwo im Meer eine riesige Perle liegt, die so hell leuchtet, dass vorbeifahrende Schiffe sie sehen? Und dass Seeleute manchmal so von ihrem Glanz betört werden, dass sie sich von Bord stürzen, um nach ihr zu tauchen und auf immer zu verschwinden? Ja, und ich glaube, sie liegt genau. Ich marschiere seit Jahren durchs Meer und ich habe sie noch nie gesehen. Nein, ehrlich, die Perle ist gleich da drüben. Du arme Trottel, das ist doch der Mond. Jetzt sag nicht, dass du den ganzen weiten Weg gereist bist, um nach dem Mond zu tauchen. Der Mond ist unter Wasser? Könntest du Hilfe holen? Ja, klar. Ich halte an der nächsten Telefonzelle, die ich finde. Versprochen. Was machst du hier unten? Ich versuche, genau wie jeder andere, aus dem Totenreich zu entkommen. Und warum gehst du zu Fuß, anstatt ein Schiff zu nehmen? Ich hatte keine Lust mehr, in Rubakawa zu warten. Dachte, ich wäre auf diese Art schneller. Wieso bin ich nicht selbst darauf gekommen? Woher weißt du, wo du hin musst? Siehst du den Mond da drüben? Ich halte mich so, dass er immer rechts von mir ist. Auf diese Weise gehe ich immer geradeaus. Aber... Der älteste Trick der Welt. Ist mit deinen Augenbrauen alles in Ordnung? Das sind Muscheln, du Schlaukopf. Ich bin nicht schnell genug, um ihnen auszuweichen. Darum setzen sie sich an mir fest. Aber das ist mir egal. Sie sind die einzige Gesellschaft, die ich habe.
Nicht wahr, Jungs? Danke für diesen Input, MXF. So habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Wie lange bist du schon hier unten? Nun, lass es mich mal so sagen. Ich hatte nicht immer diese Farbe. Hättest du nicht längst auf Land treffen müssen? Ich versuche, einen riesigen Ozean zu durchqueren, Söhnchen. Was verstehst du schon davon? Ich habe es bereits getan. In einem Schiff. Ein Schiff? Lass mich bloß mit Schiffen in Frieden. Was hast du gegen Schiffe? Wir hatten so ein schönes Schiff. Warum reden eigentlich alle immer über Schiffe? Ich sage immer, du hast zwei gesunde Beine. Nutze sie. Lass mich raten, du bist bei einem Schiffsunglück gestorben. Ein Schiffsunglück wäre gegenüber dem, was uns passiert ist, ein echter Segen gewesen. Vom Kurs abgekommen, irrten wir ohne Nahrung in glühender Hitze wochenlang umher. Wir begannen, die Toten über Bord zu werfen. Aber bald schon folgten uns die Haie. Und wie ging es aus? Nun, ich habe drei wichtige Lehren daraus gezogen. Halt dich von Schiffen fern, vertraue nur Mond und Sternen, wenn es um die Navigation geht, und schlafe niemals ein, wenn nur noch zwei an Bord übrig sind. Wie hast du es geschafft, all die Jahre über deine Lampe in Gang zu halten? Tja, ich habe eine Koralle gefunden, eine Leuchtkoralle. Erstaunliches Ding. Leuchtet wie ein Glühwürmchen und scheint nie auszugehen. Ich hatte sowas auch mal. Hat sich gut als Enterhaken gemacht. Glaub nicht, dass es das Gleiche war. Denn du warst bestimmt nicht da, wo ich sie hier hab. Wo hast du die Koralle her? Vom Rand der Welt, Junge. Sie wächst nur da, sonst nirgendwo. Nun, ich will dich nicht länger aufhalten. Okay, man sieht sich. Lass dich nicht von den Seeungeheuern erwischen. Meinst du die da? Ha, die legen sich doch nicht mit dem alten Chapito an. Ich bin viel zu helle für sie. Mein kleines Licht so schön, sie sollen's alles sehen. Mein kleines Licht so schön, sie sollen's alles. Hey, sei still. Was soll ich denn damit machen? Mir nach. Wo bringst du mich hin? Zum Mond. Ich glaube, wenn man ihn nochmal anspricht, kann man noch einen zweiten Gang machen. Ich wusste, ich würde sie eines Tages finden. Ich bin reich, 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 reich. Shh, irgendetwas Komisches geht hier vor. Manny, was ist hier bloß los? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht, wie uns dieses Ding ansieht. Ich gehe dann, Glottis, geh da runter und rede mal Dämonenklartext mit dem Kraken. Teufel, nein! Ich habe Angst. Ich will bei dir bleiben. Hey, Chipito, geh doch mal eine Runde schwimmen. Was hältst du davon? Du lenkst zu viel Aufmerksamkeit auf uns. Tja, das ist Pech. Ich klebe an euch wie die Muscheln an meinen Brauen. Also denkt nicht mal daran, mit meiner Perle abzuhauen. Ich glaube, wir haben ein neues Fortbewegungsmittel gefunden. Dieser Krake verfolgt uns. Ich hätte nie gedacht, dass die so gut sehen kann. Die Perle existiert also tatsächlich. Aber ist Matche wirklich deswegen über Bord gesprungen? Ich fische völlig im Trüben. Der war gut, Captain. Ich komme nicht an das U-Boot ran, solange das... Wie soll ich denn mit einem Kraken reden? Das hebe ich nicht auf. Ich habe jetzt wichtigere Dinge im Kopf als den Diebstahl von Juwelen. Ich nicht. Wir sind unter Wasser, nicht auf dem Mond. Ich gehe da nicht runter, solange mich dieses Monster anstarrt. Das ist cool, wie der Riesenkrake uns mit den Augen folgt. Warte, was war das? Noch eine andere Perspektive.
Etwas weniger bekannt als die Perle ist die Legende vom glitschigen, muschelbesetzten alten Felsbrocken. Ich möchte mich nicht darin verfangen. Vielleicht, wenn ich vor lauter Hunger völlig verzweifelt bin. Wo gehst du hin? Manni! Manni, warum gehst du... Kannst du dich nicht hier mit Chipita unterhalten? Was tust du? Jetzt bewegt er sich gar nicht. Maussteuerung. Ich sag euch, Maussteuerung war ein Fehler. Uah. Passt auf eure Hände auf, die Muscheln. Hey, sei still! Ach, ja. Hey, sei still! Au. Wow. Manni ist ziemlich eiskalt. Er kommt zurück. Wow, ich erinnere mich gar nicht hieran. Ich weiß aber, das hier alles habe ich vielleicht auch wirklich nur einmal gesehen, als ich das Ganze... Habe ich bestimmt nur einmal halt Ende der 90er oder Anfang der 2000er oder so gesehen. Das Spiel kam 98 raus. Ich glaube nicht, dass ich direkt 98 gespielt habe. Aber ich weiß noch, dass es aus der Bibliothek hatte. Gab es eine Bibliothek? Manny? Frag nicht, Karnal. Ich weiß es nicht. Irgendein Zeichen von dem Kraken zu sehen? Nein, aber ich kann ihn riechen. Glottis, ich werde mich reinschleichen und Matche suchen. Und wenn der Krake zurückkommt, während du weg bist? Piek's ihm ins Auge und klau sein U-Boot. Blöder Krake. Die Tür ist verschlossen. Das alles erinnert mich irgendwie an eine der geheimen Nazi-Basen in sowas wie Indiana Jones oder so. So eine U-Boot-Basis oder so. Mann, der Aschenbecher ist so extravagant, dass man Kaviar daraus essen könnte. Man kann auch so ziemlich jedem Aschenbecher Kaviar essen. Abgeschlossen. Warum bist du zu diesem Schrank? Ich wollte mir das hier angucken. What? Kinderbücher. What the fuck? Leer. Was ist diese Musik, die ganze Zeit so klingt, als ob sie einen spannenden Scarecord festhält? Manny, was tust du denn hier? Ich wollte mich erkundigen, wie deine Reise verläuft, Engelchen. Ich bin schließlich dein Reiseberater. Übrigens, danke für den Champagner. Das Ding war ein echter Volltreffer. Es war eine Falle von Domino. Er hat mich als Köder benutzt. Ich wollte dich nur warnen, du solltest nicht wie ich als Gefangener enden. Gefangen? Und wo ist die Zelle? Oder teilst du dir die Pritsche mit dem Wärter? Wenn du mir das zutraust, warum bist du dann hergekommen? Weil er hierher gehört, ganz einfach. Als mein Angestellter. Ich wusste, dass du irgendwann kommen würdest. Manuel Calavera hängt sich immer an Siegerteam, nicht wahr, Manny? Und genau deswegen ist er jetzt hier. Ich werde hier ganz schnell verschwinden und all die Leute mitnehmen. Manny, es führt kein Weg von dieser Insel. Ich fürchte, du wirst dir mein Seminar für Abteilungsleiter antun müssen. Ich brauche einen Nachfolger. Ich will zurück in die Stadt, wo das Leben pulsiert.
Sorry, Manny, aber ich konnte nicht länger warten. Meine Haut wurde schon ganz schrumpelig. Den brauche ich nicht. Glücklicherweise hatte die Falltür genau die Größe von Glottis. Glottis, nein! Dafür stampfe ich dich in Grund und Boden, Cabron. Später. Erst zeige ich dir mal dein neues Büro, ja? Vorsicht, Bibi! Der neue Boss ist aufgewacht! Okay, Mannys Kiefer bewegt sich, aber ich höre nichts. Wer weiß, was hier los ist. Die Musik, die wir gerade im Hintergrund hören, ist ein weiteres meiner Lieblingsstücke aus Grim Fandango. Es heißt Los Angelitos, passenderweise. Ich weiß nicht, ob das hinlänglich bekannt ist. Einen Tag nach dem Tag der Toten feiert man in Mexiko noch ein weiteres Fest, nämlich den Dia de los Angelitos, den Tag der kleinen Engel, oder etwas weniger poetisch ausgedrückt, den Tag der toten Kinder. Ja. Und falls ihr euch gefragt habt, was die in der Unterwelt machen, ich glaube, die Antwort haben wir hier. Hola, Angelitos! Ich beiße! Ich schwör's bei Gott! Bitte hör auf, Leute zu beißen, Poxy! Deswegen hat man uns doch überhaupt erst in den Käfig gesteckt! Beißt mich und ich verklage eure Eltern! Beißt mich und ich verklage eure Eltern! Unsere Eltern? Achievement unlocked, ich habe Kinder zum Weinen gebracht. Warum wollt ihr mich beißen? Weil sie der fiese neue Boss sind. Mr. Hurley sagt, sie sind gemeiner als er. Er sagt, sie hätten eine Knochensäge. Ich heiße Manny Calavera. Und ihr? Mr. Hurley hat uns von ihnen erzählt. Sie sind der Matchy reingelegt hat. Arme Matchy. Ich habe niemanden reingelegt. Mr. Hurley sagt, er sei für Matchy zuständig gewesen. Aber sie hätten ihm den Fall geklaut. Ist das wahr? Mal sehen, ob ich euch die ganze Sache erklären kann. Seht ihr, es war mein Job, neu eingetroffenen Seelen Reisepakete zu verkaufen. Nachdem ich genügend davon verkauft hätte, wäre für mich der Weg aus dem Land der Toten frei gewesen. Tja, leider steckte ich in einer tiefen Flaute und brauchte dringend einen dicken Auftrag. Sie sind ein böser Mann. Geh weg, böser Mann. Ja, geh weg. Matchy ist meine Freundin. Ihr könnt sie ja fragen. Sie hat schon von Ihnen erzählt. Immer wenn sie von Ihnen spricht, guckt sie ganz traurig. Egal, was genau Sie ihr angetan haben, Sie werden es doch bereuen. Was macht ihr in diesem Käfig? Glühbirnen. Schauen Sie, wir arbeiten schon so schnell es geht. Warum lassen Sie uns nicht einfach in Frieden? Ah, die sind wahrscheinlich aus demselben, aus derselben Art von Koralle wie, Dominos Trophäe. Die haben auch so eine grüne Farbe wie die am Anfang. Hört zu, Kinder. Ich bin hier, um euch zu helfen. Hier drin ist doch kaum Platz genug für zwei. Ihre Hände sind zu groß, um Glühbirnen zu machen. Ich bin hier, um euch zu helfen, aus dem Käfig zu fliehen. Das können Sie nicht tun. Wir müssen doch hier bleiben und auf Matchy aufpassen. Sie wäre bestimmt sehr traurig, so ganz allein. Wissen Sie, manchmal hören wir sie weinen. Meine Hände sind nicht zu groß, um Glühbirnen zu machen. Warum helfen Sie uns dann nicht? Mein Arsch ist zu dick für diese kleinen Hühnerstangen. Das sag ich, Matchy. Sie haben das böse Wort gesagt. Ich hab dir doch gesagt, dass er böse ist. Ich habe einfach nicht so winziges Werkzeug, das ist alles. Hier, nehmen Sie meinen Hammer. Ihr seid zwei ungezogene Kinder. Gut, dass ihr in einem Käfig steckt. Ah, Sätze, für die man wirklich viel zu selten Gelegenheit hat. Ihr seid zwei ungezogene Kinder. Gut, dass ihr in einem Käfig steckt. Sehr ungezogen. Aber ich will euch doch helfen. Warum tun Sie es dann nicht? Ich gehöre zur Seefahrergewerkschaft. Wir sind keine Fabrikarbeiter. Das klingt komisch. Was meint er damit? Er meint, er will uns nicht helfen, weil er fies und gemein ist. Obwohl, vielleicht lieber doch nicht. Wir auch nicht, aber wir haben keine Wahl.
Ich bin der, der Metsche hier rausholen wird. Was? Das können Sie nicht machen. Wer wird sich dann um uns kümmern? Oh, dann sind wir ja ganz allein. Okay, zurück an die Arbeit. Wie gemein. Das ist ein sehr, sehr kleiner Hammer. Mein alter Schreibtisch hat mir besser gefallen. Keine Schublade. Keine Lust auf Möbelrücken. Ah, hier sind wir. Okay. Sieh an, mein charmanter Verehrer. Bist du gekommen, um mich noch weiter zu beleidigen, oder brauchst du nur etwas Eis für deinen Schädel? Ach, wie schön, dass wir Metsche wiedergefunden haben. Wir müssen unbedingt miteinander reden. Fang an. Du bist schließlich der Verkäufer. Ich muss dir sehr vieles erklären. Spar dir deinen Atem. Domino hat mir bereits alles erklärt. Du hast mir eine Menge zu erklären. Ich? Was denn? Warum arbeitest du für Domino? Ich tue, was er verlangt, nur um die Kinder zu schützen. Warum sind diese Kinder in einem Käfig eingesperrt? Da die Angelitos Flügel haben, sind sie die einzigen auf der Insel, die Domino nicht kontrollieren kann. Hey, wenn sie fliegen können, dann befreien wir doch die Kinder und lassen sie Hilfe holen. So weit können sie auch nicht fliegen, Manny. Aber sie können Domino umkreisen und ziemlich kraftvoll zubeißen. Warum bist du damals aus meinem Büro gerannt? Das war mir alles so peinlich und du hast so enttäuscht ausgesehen. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht, während ich das Jahr in Rubakaba war? Mich verirrt. Aber wie konntest... Bitte, ich möchte nicht über dieses Jahr sprechen. Hat Domino dir wehgetan? Nicht so sehr wie ich ihm. Junge, der kann vielleicht eine Menge einstecken. Warum hast du mich mit der Champagnerflasche K.O. geschlagen? Hab ich doch schon gesagt. Damit du nicht in Dominos Falle tappst. Wenn du es bis an Bord geschafft hättest, dann wärst du jetzt... Hier? Genau. Okay, ich verzichte auf weitere Fragen. Schön, wenn du jetzt auch noch auf dein Rasierwasser verzichten könntest. Hey, ich bin jetzt ein Seemann. Wir müssen sowas benutzen. Im Reich der Toten gibt's Rasierwasser? Ich meine, ich schätze, ich habe auch schon Skelette gesehen, die Bartwuchs haben, also... Vielleicht ergibt es Sinn. Komm, wir verschwinden von hier. Versuchst du schon wieder, Domino, die Provision für mich wegzuschnappen? Manny, gibst du denn nie auf? Ich bin nicht hinter der Provision her. Ich will uns beide nur hier rausbringen. Warum bittest du deinen Chef nicht einfach um einen Tag Urlaub? Glaubst du wirklich, dass er mein Boss ist? Er ist mein Erzfeind. Ich halte ihn für deinen Boss und du glaubst, er ist mein Geliebter. Unsere Beziehung scheint nicht gerade von Vertrauen geprägt zu sein, oder? Tut mir leid, dass ich so etwas angedeutet habe. Ich vertraue dir wirklich. Ich weiß nicht, ob ich dir in diesem Punkt trauen kann. Aber ich sage dir, was mich überzeugen würde. Und das wäre? Gib mir deine Waffe. Was? Wieso glaubst du, ich hätte eine Waffe? Du arbeitest für die schwerstbewaffnetste Organisation des Totenreichs. Erzähl mir nicht, dass sie dir keine Waffe gegeben haben. Ich arbeite ja nicht für die schwerstbewaffnetste Organisation der Erde. Weißt du, du hast recht. Es gibt Gerüchte über diese Revolutionsarmee, die Waffen hortet. Um ehrlich zu sein, genau für die arbeite ich. Manny, warum kommst du nicht wieder, wenn du bereit bist, mir endlich die Wahrheit zu sagen, okay? Ich. Metsche denkt, wir hätten eine Waffe und wir müssen ihr diese Waffe geben, damit sie uns vertraut. Was zur Hölle? Leer. In unserem Geschäft produziert man nicht viel Papierkram.
Leer. In unserem Geschäft produziert man nicht viel Papierkram. Leer. In unserem... Haben Sie einen Termin? Ich gehe da jetzt rein, um Domino meine Forderungen zu stellen. Ich glaube nicht, dass du die Hierarchie hier richtig verstanden hast. Puxi und Bibi arbeiten für dich, du und ich arbeiten für Domino und der arbeitet für Hector Lemont, den Verbrecherkönig von El Maro. Nun, dann wird es Zeit, die Dienststelle ein wenig umzustrukturieren. Er hat Kopfhörer auf. Er scheint sich überhaupt nicht im Klaren darüber zu sein, wie kurz ich davor stehe, zu fliehen. Domino! Domino! Machst du schon Frühstückspause, Calavera? Wir haben eine Rechnung zu begleichen, Esse. Ah, weißt du, wenn ich mit meinem Boss Hector so reden würde... Du hast meinen besten Freund getötet. Den Dämonen? Ach, Manny. Du kannst Dämonen als Fahrer benutzen, sie als Briefträger losschicken oder dir von ihnen Essen servieren lassen. Aber du darfst sie nie als Freund betrachten. Das ist einfach abartig. Was machst du denn hier am Ende der Welt? Oh, das frage ich mich auch jeden Tag. Aber ich werde dich ausbilden, Manny, damit du an meiner Stelle diese unterbelichtete Glühbirnenfabrik leiten kannst. Wie kannst du nur kleine Kinder in Käfige sperren? Glaub mir, es ist einfacher, als große Kinder in Käfige zu sperren. Touché. Warum sprießt du mich nicht einfach nieder, wie du es in Puerto Zapato versucht hast? Das war nicht ich, das war Hector. Er ist so fantasielos, will immer nur alles auf die Schnelle regeln, verstehst du? Ich dagegen bin sicher, dass wir dich durch ehrliche Arbeit resozialisieren können. Wie kommst du auf die Idee, dass ich für dich arbeiten werde? Nun, außer arbeiten gibt es nicht viel, was man auf dieser Insel machen kann, glaub's mir. Und überleg mal. Wenn ich erstmal weg bin, dann bist du mit Matche ganz allein auf dieser einsamen Insel. Sag mir nicht, dass diese Aussicht nicht ihren Reiz hätte. Ich habe nicht vor, lange auf dieser Insel zu bleiben. Manny, ich habe die Waffen, die Transportmittel und den Grips. Was willst du denn machen? Hector und du, ihr habt eine geheime Basis eingerichtet, um auf ihr Glühbirnen zu produzieren? Ach nein, das ist bloß ein positiver Nebeneffekt. Im Grunde genommen brauchten wir nur einen Ort, an dem wir meine alten Klienten einsperren können. Man kann ja schlecht gute Menschen unkontrolliert im Reich der Toten herumirren lassen. Die bringen es fertig und erzählen jedem, wie wir ihnen ihr Doppel-N-Ticket geklaut haben, nicht wahr? Du hast all diesen Leuten die Fahrkarten gestohlen? Okay, wie viel davon hast du noch immer nicht kapiert, Calavera? Copal spielt mir alle guten Kunden zu, nachdem er ihre Tickets in einen geheimen Fonds transferiert hat. Ich verwische die Spuren im Papierkram und dann sorgen wir dafür, dass die Täubchen bei der Perle über Bord springen. Und dann was? Dann habt ihr einen Haufen Doppel-N-Tickets, mit denen ihr de facto auch... Also und dann verschachert ihr die an die Höchstbietenden? Oder was macht ihr damit? Ich wusste es. Du hast wirklich immer nur die besten Kunden bekommen. Ich habe alle bis auf Mercedes bearbeitet, die du ja in diesem lächerlichen Wagen entführt hast. Den habe ich übrigens das letzte Mal bei meinem Besuch in Rubacava gesehen. Ich weiß nicht, Manny. Solche Flitzer können so gefährlich sein. Also war es nicht meine Schuld, dass Matche kein Ticket bekam. Du hast es geklaut. Nun, aber es war deine Schuld, dass sie im Wald und nicht direkt hier gelandet ist. Aber darum habe ich mich ja gekümmert. Ich werde Matche aus diesem Kerker befreien. Manny, bevor ich sie fand, hat sie deinetwegen ein Jahr allein im versteinerten Wald verbracht. Da ist es in meinem, Kerker hier vergleichsweise komfortabel, findest du nicht? Ein Ticket für dich? Eins für Hector. Wie viele brauchst du noch? Oh, Manny, wir konsumieren doch nicht unser eigenes Produkt. Wir verkaufen die Karten an unglückliche Seelen, die kein moralisches Leben führen konnten, weil sie das unsägliche Pech hatten, reich geboren zu werden.
Aber ihr könntet euch doch mit den ganzen Tickets ohne weiteres absetzen. Warum sollten wir? Wir haben einen Weg gefunden, das Totenreich lebenswert zu machen. Nette Insel hast du hier. Die Vorbesitzer wussten gar nicht, was für ein Juwel sie hier hatten. Haben sie für ein Apfel und ein Ei verkauft. Sie ernteten die Korallen ab, die mit dem Kran erreichbar waren, und gaben die Anlage auf. Wir jedoch hatten das Zeug dazu, es bis zum großen Riff zu schaffen. Versuchst du mir schon wieder einen Vortrag über erfolgreiches Management zu halten? Nein, über Sklavenarbeit, Manny. Das ist der wahre Schlüssel zum Erfolg. Ich versuch dann mal weiterzufliehen. Ja, mach das, mein Kleiner. Meine Strümpfe, sie sind ruiniert. Das war mein bestes Paar. Da will man wenigstens etwas Hübsches auf dieser finsteren Insel haben. Wir haben gerade Mädchen dazu gebracht, ein Loch in ihren Strumpf zu brennen. Und jetzt gehen wir an ihren Mülleimer und fischen ihre benutzte Strumpfhose raus. Oder ihr benutzten Strümpfe, je nachdem. Okay. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir den nächsten Abschnitt von Grim Fandango vielleicht nicht streamen sollten. Also mir reicht's vollkommen. Wie bitte? Die Geschwindigkeit, mit der du arbeitest. Das ist ja sehr nett, Manny, aber da du nicht mein Boss bist, ist mir deine Meinung ziemlich egal. Gut, exzellent. Weiter so. Klonk, klonk, klonk. Was ist zu der Frage bringen? Wie kann man sich mit einem Nylonstrumpf autoerotisch asphyxiieren, wenn man keinen Atemapparat hat? Ja, das ist die Frage. Oh, ich wusste nicht, dass er das macht. Schön, wie das Spiel sich erst... What the fuck? Was? Spiel! Spiel, du musst aufwachen! Spiel, du liegst seit 3 Jahren im Koma. Was zur Hölle? Ich mag diese 3 Sekunden, bevor es losgeht. Oh oh. Ah, er hat sich an die Stange geheftet, sozusagen. Gottes! Glottis! Bist du okay? Naja, beim Aufprall tat es etwas weh, aber wenigstens habe ich mit meinem Kopf ein Blech durchschlagen. Oh Mann, Karnal, und ich habe gedacht, du wärst tot. Oh Manny, ich hatte so viel Spaß. Hör mal. Ich frage dich, gibt es eine Maschine, die diesen liebevollen Händen widerstehen könnte? Offensichtlich nicht. Ich glaube, dieses Schätzchen ist unsere Fahrkarte nach Hause. Oh, gute Idee. Ich habe einfach so aus Spaß an ihr herumgebastelt. Aber die Idee ist gut. Es ist schön, ihn wiederzusehen. Okay, ich hoffe, auf dem Bildschirm ist nichts anderes von mir gefragt, denn ich hasse solche Bildschirme, die sind viel zu groß.
So, und hier sind wir nun also. Mit einem Kinderhammer und einem benutzten Nylonstrumpf in unserem Gepäck. Living our best life. In dieser Richtung gibt es nichts außer dunklem Wasser. Chipito! Das ist doch... Chipito! Hä? Wer da? Ach, du bist es! Oh, ich sollte... Sieh dir meine Augenbrauen an! Das kann ich nicht. Die Kamera ist so, dass ich sie nicht sehen kann. Nun ja, du hast an einer sehr gefährlichen Stelle gestanden. Tja, da stehst du jetzt auch gerade, amigo. Netter Bohrer. Bohrer? Dies hier ist ein schnurloser Hochgeschwindigkeitsschlagmeißel. Und sieh her, es ist ein Alleszerkrümler. Für gewöhnlich geben sie sowas nicht den Neuen. Wie bist du denn an einen Alleszerkrümler gekommen? Ich habe gute Beziehungen. Und ich hatte Beute zum Tauschen. Tauschhandel ist hier draußen am Riff das Zauberwort. Beute? Woher hast du denn Beute? Sie liegt überall auf dem Meeresgrund. Schmuck, alte Münzen. Ihr mit euren schicken Schiffen könnt das ja nicht wissen. Denn ihr nehmt euch nie die Zeit, mal nachzusehen. Gib mir was von der Beute und ich kaufe uns frei. Ich habe alles für dieses Schätzchen eingetauscht. Du hast Schmuck und alte Münzen gegen einen Elektromeißel eingetauscht? Es ist ein Alleszerkrümler. Ich möchte etwas tauschen. Nun, da bist du an der richtigen Stelle. Was soll's denn sein? Eine Waffe. Oh, das kostet dich aber einiges. Was hast du zu bieten? Ich glaube, es ist eine Art blaugrüne Alge. Oh, keine Sorge. Du wirst dich daran gewöhnen. Wenn du was zum Tauschen gefunden hast, dann komm zum alten Chipito. Ist absolut fair. Ich glaube, das sollte gerade ein Witz sein, dass er einen Ausschlag hat. Das ist doch... Oh. Da komme ich nicht hin, ohne dass die Strömung mich über den Rand reißt. Nein. Jesus. Manuel. Stop it. Hör mit dieser Animation auf. Oh, zum Mond, hab ich gesagt. Ledermeißel. Legt euer Werkzeug nieder. Wir verkrübeln uns von hier. Das ist doch. Wenn ich mir nur von Terry das Buch zurückgeholt, das ist doch. Kann ich hier richtig Unruhe stiften. Dem werde ich zeigen. Halt still! Legt euer Werkzeug nieder! Wir verkrümeln uns von hier! Mann, hätte ich mir nur von Terry das Buch zurückgeholt, dann könnte ich hier richtig Unruhe stiften. Tja, was tun? Ob ich ihm einfach knallhart diesen kleinen Hammer anbiete im Austausch an dieser Meißel. Ledermeißel! Vielleicht möchte er lieber ein Präzisionswerkzeug als das, was er da benutzt. Yo, Pito! Hast du schon mal einen echten Steinhammer gesehen? Einen Steinhammer? Nein, noch nie. Aber Junge, den würde ich gern mal ausprobieren. Also ehrlich, kleines Hämmerchen, du bist okay. Nur ich. Ich habe einen Alleszerkrümler. Was soll ich damit zerkrümeln? Oh, rostiger Anker. Auf jeden Fall ist dieser Bildschirm jetzt akustisch sehr viel erträglicher geworden. Nur ich und mein Hämmerchen. Oh, rostiger Anker. Alles. Ah, walked right into that one. In dieser Richtung gibt es nichts außer dunklem Wasser. Klares, kaltes Wasser.
Das will ich nicht alles zerkrümeln. Vielleicht kann ich den Käfig der Angelitos zerkrümeln. Flieg, du bist frei. Beiß Domino. Lass uns in Ruhe. Wenn wir nochmal ausbüchsen, tut der Mensch weh. Na gut, dann bleibt eben drin. Ist der fies. Okay, wir müssen den Käfig der Angelitos nicht zerkrümmeln, weil sie könnten gehen, wenn sie wollten. Sie wollen bloß einfach nicht. Warum gibt es eigentlich diesen Zwischenbildschirm? Ist hier irgendwas? Ich glaube nicht. Hey, was die Waffe betrifft. Bereit, einen Ballermann abzugeben? Würde ich ja, wenn ich einen hätte. Natürlich. Ich sehe mal... Oh, nimm ein schnelles, dann können wir Wasserski fahren, ja? Was könnte ich denn zerkrümeln? Ich weiß alles, aber bei, wo, bei welchem Objekt wäre es sinnvoll? La-di-da-di-da-da. Oh-di-da-da-da. Chepito! Lass das Geschrei! Hör mal, du willst doch sicher nicht, dass der große Krake sieht, wie du ein Schwätzchen hältst, oder? Oh, Junge, du hast recht. Hey, Chappy, sieh dir mal diese Strümpfe an. Mann, das ist ja reine Seide. Wo hast du die denn her? Ich trage sie schon die ganze Zeit. Du auch? Na dann, willkommen im Club. Ah, meine erste Spritzpistole. Ist sie geladen? Nein. Hey, Munition ist schwer zu kriegen. Moment. Why? Oh-di-da-da-da. Warum haben wir jetzt plötzlich eine Waffe gekriegt? Ohne Munition nützt sie mir wirklich nicht viel. Es ist einfach... Weil er random Seidenstrümpfe mag? Oh, rostiger Anker. Okay, whatever. Jedenfalls können wir Mette jetzt unsere Waffe, die nicht unsere Waffe ist, geben, damit sie uns vertraut. Denn wem vertraut man mehr als jemandem, der einem zeigt, I have a gun? Ich mag es, dass er sie nicht wie eine Waffe vor sich gerade hält, sondern dass er sie so seitlich hält. Hier, was ist eine Beziehung schon ohne Vertrauen? Stimmt, eine Beziehung ohne Vertrauen ist so nutzlos wie eine Waffe ohne Munition. Du vergisst wohl, dass ein kluges Mädchen stets Ersatzmunition im Hut hat für raue Zeiten. Gehen wir. Mädchen, du weißt nicht was... Ich weiß genau, was ich tue. Beweg dich. Würdest du dir bitte erstmal meinen Fluchtplan anhören? Gibt es Unstimmigkeiten, Kinder? Du wirst uns sofort gehen lassen oder dein Lakai ist erledigt. Ich lass dich ja ungern gehen, Manny, aber die Dame hier scheint fest entschlossen zu sein. Ich meine es ernst. Okay, er arbeitet eh nicht für mich. Aber ich, dann erschieße ich dich. Tust du nicht. Du bist so lieb, weißt du noch? Bin ich nicht so lieb, bin ich nicht mehr. Du hast es mir abgewöhnt, indem du mich hier eingesperrt hast. Ich werde dich aus deinem billigen Jackett schlagen. Ich werde... Ach, alles in Ordnung. Sie ist manchmal etwas hitzig. Aber für gewöhnlich beruhigt sie sich, wenn man sie über Nacht wegsperrt. Mitchell, was zur Hölle? Was ist das für eine Vorgehensweise? Was ist das für eine Interpretation der Lage? Was war das für ein Plan? Und was haben wir dadurch gewonnen? Ich bin's, Mitchell! Ah, hier ist sie.
Ich werd langsam sauer! Domino, du lässt mich jetzt besser hier raus! Lass mich raus! Brauch ich einen Code? Ist da draußen... Ich werd langsam sauer! Bibi! Ich frag mal die andere Litos. An wen soll ich sonst fragen? Chipito? Oh, wartet. Bin ich eine Alsterkrümler? Ich bin's, Mädche! Hilfe! Ich möchte das Rad nicht Bibi. Kaputt machen. Das Rad ist mein Freund. Entschuldigung, was? Mach die Tür auf! Manuel, was ist das für eine Logik? Hola, Angelitos! Hallo, Mr. Bösewicht! Der Plan hat sich geändert. Metsche ist eingesperrt. Wir gehen ohne sie. Wir können Metsche doch nicht zurücklassen! Hey, ihr Kinder habt nicht zufällig eine Knarre? Doch, haben wir. Also, Flossen hoch. Lass mich mal sehen. Er hat gar keine. Er ist ein alter Lügner. Oh ja? Und du bist blöd. Deine Glühbirnen funktionieren nicht. Deine Glühbirnen riechen nach Pups. Ha, du bist echt nicht komisch. Echt nicht. Ach ja? Dafür Letzte ist jeder Chance. Im Käfig hier schlauer Na, als du. Jeder außer dir ist der fies. Stimmt, denn ich bin viel, viel schlauer als du. Davon träumst du doch. In deinem Kinderbett, in das du reingepullert hast. Sei still! Bettnässer! Ich sag das! Das ist nur angesichts der Nein, Tatsache, wirklich. Dass sie ich nicht abgeschlossen schon mit einem ist, ein bisschen übertrieben. Na, wenigstens hab ich Metsche nicht gefragt, ob sie mich heiratet. Was? Miss Colomer, Sie sind so hübsch. Wollen Sie mich heiraten? Das hab ich nie gesagt. Oh, Miss Colomer. Bibi, die Puller-Prinzessin. Poxy, der Ochse, macht doch in die Buchse. Werdet ihr zwei wohl endlich die Klappe halten? Das ist deutlich zu nah an normaler Kinderinteraktion dran. Hallo, Mr. Bösewicht. Mein Gott, ist das im Dauerweinmodus? Hey, hey, Kinder, nicht weinen. Bitte, nicht mehr weinen. Warum bin ich in solchen Dingen nur so schlecht? Welchen Käfig habt ihr da? Mr. Hurley hat hier drin dämonische Raben mit Menschenköpfen gezüchtet. Er hat gesagt, wenn wir jemals abhauen, dann schickt er uns die Raben hinterher. Und die bauen sich dann aus unseren Knochen ein Nest. Ich bin hier, um euch zu helfen, aus dem Käfig zu fliehen. Das können sie nicht tun. Wir müssen doch hier... Sie wäre bewissen, sie... Ihr Kinder, warte. Okay. Also ich hatte diesen Sonntag nichts anderes vor, falls du das meinst. Wie kriegen wir Metsche aus dem Safe? Und vergesst nicht, wir können nicht das Rad zerkrümeln. Das Rad ist unser Freund. Aber wir haben doch wortwörtlich nichts erreicht, außer dass Metsche eingesperrt ist. Ja. Oh, süße Mary. Da. Besser nicht. Ich will ihn nicht daran erinnern, dass ich es genommen habe. Wir haben keine Strumpfhose mehr. Strumpfhose hat jetzt Chipito. Bleib mir damit bloß vom Leib. Ich habe mein eigenes Werkzeug. Danke. Oh boy. Einmal mehr, weil bin ich mir nicht sicher, was wir machen sollen. Nur ich und mein Hämmerchen. Meine Sense. Ich trage sie gerne nah an dem Fleck, wo früher mein Herz war. Ich glaube nicht, dass es bei Glottis irgendwelche interaktiven Objekte oder irgend sowas gab. Aha.
Was tun, was tun, was tun? So, mit dem Förderband nach oben kamen wir nicht, oder? Kann ich nochmal versuchen, es umzustellen. Ah, oh, doch, kommen wir. Wir werden bloß nicht automatisch nach oben getragen. Okay. Jesus. Wie bedienen? Was bedienen? Kette? Welche Kette? Was ist das schon wieder? Ah, hier. Hier ist ein Kran. Dumpi, 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 dumpi. Hier ist der Kran direkt über dem Förderband, das uns zu Glottis bringt. Was ist überall sonst? Entweder zerkleinern die hier Korallen, oder es handelt sich um die größten, hässlichsten Lockenwickler, die ich je gesehen habe. Sieht aus wie ein Boss-Areal aus Elden Ring. Das ist zwar der Rand der Welt, aber nicht der Rand, den ich suche. Yes, sorry. Mann, was für ein schöner, großer, leerer Bildschirm. Ist auch mal schön. Hat man so nicht in jedem Spiel, ne? Ne? Kann man rumlaufen, kann Lebenszeit vergeuden. Das Ding sieht schwerer aus als mein letztes Schiff. Das ist kein tragbares Gerät. Das ist kein tragbares Gerät. Gerät ist nicht tragbar, genau wie der technische Zustand meines Streams. Jetzt einfach mal random hier so über den Rand baumeln lassen. Was ist dann? Oh, ich kann es nicht bei gesenkter Kette hin und her lenken. Ist ein bisschen traurig. Ich kann hier nicht raus. Es gibt keine Leiter. Ah, für mich sieht es aus, als ob wir nur hier... Oder... Nein. Nur hier oder hier raus können. So this whole... whole environment, I think was worked on... around the end of the game, and we had to bring a few other artists on at the end in order to get it all done.
Yeah. Now and then I kind of remember that towards the end, because it was just like a skeleton crew, because I think just the budget had gotten skeleton so big crew. That I just remember Pete and a few other people working on it for a couple months or something. Yeah. While all of us had to move on to other projects. Aber hier ist doch auch eine Leiter, oder etwa nicht? Das hier sieht doch aus wie eine Leiter. Ich kann hier nicht raus. Es gibt keine Leiter. Ich kann hier nicht raus. Es gibt keine Leiter. Ich kann hier nicht raus. Es gibt keine Leiter. Ich kann hier nicht raus. Es gibt keine Leiter. Ich kann hier nicht raus. Es gibt keine Leiter. Hm. Wie komme ich hier überhaupt wieder weg? Ach, wir können dieses Förderband in die Richtung nach unten laufen. Okay. Ich bin verblüfft, leicht überrascht. Ah, okay. Hab ich gerade mal ein bisschen geschummelt. Weil ich ein Schummler bin. Tschüss, Michelangelo. Mach es gut. Schön, dass du da warst. Bong. Aber auch hier wieder, selbst wenn im Nachhinein die Rätsel so sieht, dass man sagt, okay, ich verstehe, was die einzelnen Arbeitsschritte gemacht haben, aber ich habe eine Spur zu oft beim Rätseln keine Ahnung, worauf das Rätsel hinaus will. Was, also warum ich die Schritte tue, die ich tue, was eigentlich das schlussendliche Ziel der ganzen Sache ist. Und das ist, ja, genau. Well, jetzt verstehe ich, warum sie den Neuen diese Meißel nicht geben. Zum Beispiel das. Warum habe ich das gemacht? Was habe ich dadurch gewonnen, dass der Kran kaputt ist? Ich kann hier nicht raus. Es gibt keine Leiter. Wartet, was sehe ich? Was? Die Kette ist jetzt einfach... Ich kann hier nicht raus. Es gibt keine Leiter. Wo wird die Kette gerade runtergelassen? Wir sind an dem Ding und jetzt wird es gerade hier runter raufgelassen auf dieses... Okay. Und jetzt, wenn ich das Band in die andere Richtung laufen lasse, dann... führt uns die Kette zu dem Schiff von Glottis, dass wir dann damit hochziehen können. Ja, ist das denn... Okay, fine, I get it. Das ergibt Sinn. Wir können dann das Schiff hochziehen. Aber ich wusste nicht mal, dass das mein Ziel ist. Ich wusste, dass wir mit dem Schiff irgendwann fliehen sollen. Aber Manni hat zu keinem Zeitpunkt sowas gesagt wie, okay, jetzt muss ich noch einen Weg finden, das Schiff hier hochzuziehen. Und deswegen hatte ich das überhaupt nicht als unseren nächsten Arbeitsschritt abgespeichert. Und I don't know, vielleicht liegt's an mir.
Weil mein aktueller Arbeitsschritt, an dem ich eigentlich arbeite, ist, wie kriege ich Matche aus dem scheiß Safe raus? Dieses Schätzchen ist... Oh, ich habe... Das wäre ja echt gut, wenn sich die Kette jetzt hier irgendwie verhaken würde oder so. Oder hat sie sich schon verhakt? I don't know. Wenn ich jetzt nach oben gehen würde und die Kette wieder einziehe und dann zieht sie sich hier einfach wieder komplett runter, ohne sich verhakt zu haben, dann ist das auch doof. Ich schätze, ich werde es aber trotzdem probieren, weil ich keine Möglichkeit sehe, mit der Kette zu interagieren. Oh, ernsthaft? Ich muss einfach den... Willst du mir damit suggerieren, ich will den Alles-Zerkrümler zwar benutzen, aber nicht auf dem Rad, sondern auf dem Rest des Tresors? Sind sie wirklich so petty? Ich. Ich probier's. Ich werd langsam sauer! Matches Persönlichkeitswandel ist immer noch ein bisschen schleudert. Ich warne dich, Domino! Hier ist auch noch eine Klinke und hier ist ein... Ich bin's, Matche! Ein Scharnier. Oh, ich boy. Bin hier! Ja, danke, MXF. Dankeschön. Bibi! Hab wohl eine Leitung getroffen. Irgendwer! Aber dafür habe ich das Innenleben freigelegt. Wenn ich am Griff alles zerkrümele, dann komme ich nie da rein. Dies sind die Zahnräder des Zahlenschlosses. Ich kann sie nicht mit der Hand... Muss die Öffnung von allen nach links zeigen, oder? Irgendwie sehr, sehr entspannt gerade. Die glatte Fläche muss nach rechts, okay. Ah, damit das hier sozusagen den Abschluss der... Okay. Dankeschön.
Bessere Rätsel als in Monkey Island 4. Bin ich hier dran jemals vorbeigekommen? Aber echt kein Nerv für sowas. Okay, ich schätze, besser als so werde ich es niemals schaffen, aber es ist offenbar nicht präzise genug. Nicht präzise genug. Okay. Was? Oh, und ich hatte sie alle so hübsch ausgerichtet. Ich kann sie nicht mit der Hand bewegen. Dazu brauche ich das Rad. Okay, interessant. Okay, danke. Danke für den erneuten Hinweis. Was für ein Spieldesign. Platz. Im Zweifelsfall Sense. Danke für die Hilfe. Hallo, Aaron. Also gut, Matche. Du kannst jetzt rauskommen. Matche? Okay, wie hat sie das geschafft? Sieht aus wie die Korallenernteberichte der letzten 100 Jahre. So etwas hätte ich in einem versteckten Safe nicht erwartet. Junge, der Alleszerkrümler und ich haben es der Tür aber kräftig gegeben. Das ist dann wohl der große Bruder vom Steinhammer. Fun. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber fun. Ich mag es, dass sie ein eigenes Axt-Icon hierfür haben. Mann, waren die Leute früher groß. Matche, bist du da drin? Es ist Zeit, rauszukommen, Liebes. Keine Zeit zum Versteckspielen. Ich glaube kaum, dass er Lust auf eine Runde Huckepack hätte. Sieht aus wie die Korallen. Sie sind alle abgeschlossen. Dies müssen unglaublich wichtige Korallenernteberichte sein. Sie sind alle abgeschlossen. Dies müssen unglaublich wichtige Korallenernteberichte sein. Fantastisch, ich hab's geschafft, die Axt so hinzulegen, dass sie mit der Maus kaum noch aufhebbar ist.
fun. So much fun. Die Axt aus dem Raum rausziehen? Ich bezweifle es irgendwie. Ich probier's. Nö. Esa cosa ist schwer. Okay, ich kann sie auch hochheben und wieder fallen lassen. Das ist ein Moment, in dem ich mir denke, Tanksteuerung ist das erste Frage. Das ist dann wohl der große Bruder vom Steinhammer. Ich guck mal selbst nach. Es tut mir so leid. Scheint, als hätte ich die Kontakte zerstört, als ich mit dem Alles-Zerkrümler gearbeitet habe. Wer ist Raoul? Dass du... Warum wie soll man ist die darauf Tür kommen? Geschlossen? Es war die einzige Möglichkeit, der Wind? Oh. Wie soll man darauf kommen? Allerdings, guter Gag mit... Manny, du hast mich befreit. Warum ist die Tür zu? Wie soll man wissen, dass das hier ein Geheimraum ist? Vielleicht hätte ich die mittleren Regale. Hey, das ist mein Zimmer. Geh und verbrauch die Luft in deinem eigenen Zimmer. Vielleicht hätte ich die mittleren Regale angucken müssen und vielleicht hätte er dann gesagt, an diesem Regal ist irgendwas komisch. Sieh hinein. Es sind all die Doppel-N-Tickets, die Hector und Dom die letzten Jahre über gestohlen haben. Jedes einzelne von einer guten Seele gestohlen, bloß um hier herumzuliegen. Das ist es. Was? Sie liegen herum. Das ist es, was hier nicht stimmt. Als ich noch ein Bombenverkäufer war, habe ich andauernd Doppel-N-Tickets gesehen. Und sie waren sehr zappelig. Was soll das heißen, zappelig? Sie werden in der Nähe menschlicher Seelen zappelig und fliegen auf ihre Besitzer zu. Doch diese Karten und die in Charlies Koffer sind anders. So, als wären sie tot. Wieso sollten Hector und Dom Koffer mit gefälschten Doppel-N-Tickets horten? Achtung, Feuerlöschsystem, nicht berühren. Diese selbstgebaute Sprinkleranlage sieht aus, als würde sie jeden Moment auseinanderfallen. Und sie hat die perfekte Höhe für unsere Sense. Wie oft benutzt man die Sense im Spiel? 5-mal? 10-mal? Nicht einmal damit komme ich dran. Nicht?
Danke, dass du mich nicht ersprossen hast. Hör mal, es tut mir leid. Ich hätte dir trauen sollen. Es ist nur so, die letzten 2 Jahre waren doch ziemlich hart. Du siehst aus, als könntest du eine ausgedehnte Kreuzfahrt gebrauchen. Immer noch ganz mein Reiseberater, hm? Das hebe ich nicht auf. Okay, aber außer der Sense und dem Zerkrümler haben wir ja nun mal nichts. Und wenn er sagt, selbst mit der Sense kommt er nicht ran. Das hebe ich nicht auf. Wieso sollten Hector und Dom Koffer mit gefälschten Doppel-End-Tickets horten? Wieso sollten Hector und Dom Koffer mit gefälschten Doppel-End-Tickets horten? Diese selbstgebaute Sprinkleranlage sieht aus, als würde sie jeden Moment auseinanderfallen. Hallo Schrottler. Okay, interessant. Gerade noch mal reingeguckt und also revetierend, ja. Was? Er hat gerade... Bin ich bescheuert? Er hat doch gerade noch gesagt, nicht einmal mit seiner Sense kommt er ran, oder? Das sieht doch wirklich aus, als ob er nicht rankommt. Das tut sich nichts. What the... What is this? Was geschieht hier nur? Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sich der Raum füllt. Dann lassen wir uns mit dem Wasser raustreiben. Also, ich bin irgendwie enttäuscht. Ich nicht. Wir schwimmen nicht oben. Schon vergessen? Nach dir. Was ist mit den Koffern? Vergiss sie, die sind gefälscht. Sie würden sowieso nicht durch das Loch passen. Gehen wir. Was ist gerade passiert? Was ist gerade in diesem gesamten Rätsel passiert? Ich bin
Okay, du holst die Kinder und ich komme mit dem Boot hierher. Welchem Boot? Naja, ich arbeite noch dran. Okay, Manny. Wenn ich nur wüsste, wie man das Schiff, das Glottis gefunden hat, wieder flott macht. Was ich brauche, ist ein riesiger Storch, der das Baby hier abliefert. Was? Liegt's an mir? Ich weiß nicht, ich bin manchmal auch ein bisschen schwer vom Begriff oder so. Es ist... Nebenbei gesagt, war das Ding nicht vorhin noch hier? Wie ist es hier rübergekommen? Nein, tut es nicht. Fucking hell. Dann einfach bewegen, das Ding. Ja, beim Bewegen zieht es auch vorher einfach in die Kette ein. Puh! Was ist das? Oh mein Gott, okay. Schau. Das sind diese Rätsel. Nee, ich hab's, danke. Diese Rätsel erinnern mich frappierend viel zu sehr an Monkey Island 4. Das Pachinko-Rätsel mit den Kokosnüssen. So sind all diese Rätsel. Das ist so Pseudophysik-Rätsel. I don't know. Schau, Tim, schau. Und wie genau funktioniert es, dass sich die Kette da verfängt? Shut up, it just does. Ich bin ja so froh, dich zu sehen. Oh, ist das Boot einsatzbereit? Ja, komm mit, geben wir dem Riff Zunder. Läuft wie geschmiert. Volle Kraft voraus. Nein, wieso? Hat irgendeiner der Creatives bei LucasArts damals Physik studiert? Versuchen, deinen alten Job wiederzubekommen? Nein, ich werde dich und die anderen hier bis zum Ziel eurer Reise begleiten. Aber wenn du mich nicht mehr brauchst, um deinen Job zurückzubekommen, warum hast du mich dann die ganze Zeit gesucht? Matche, ich musste dich einfach finden. Da gib
Job, Manny. Und du verdirbst natürlich sofort alles. You had one job, Calavera. Wie du dir sicher bereits denken kannst, wird sich das negativ auf deine Personalakte auswirken. Natürlich ist Dom besser als wir. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Hör mal, Dom, ich werde nicht für dich arbeiten. Oh, mach dir darüber keine Sorgen. Du bist gefeuert. Betrachte dies einfach als Abfindung. Ich fass es nicht, Calavera. Weil du gegen mich keine Chance hast, vergreifst du dich an meinem Haustier? Wieso bist du nicht wie ich, Manny? Ich habe versucht, es dir beizubringen, aber du wolltest ja nicht hören. Hättest du nur die richtige Einstellung gehabt, dann hätte einiges aus dir werden können. Fatality. Ja. Was ich über Biologie weiß, ist, Kraken sind an den Augen verletzlich. Das ist alles. Es war ein harter Winter. Ich musste meine eigenen Fingerknochen essen. So, das hier ist quasi das Finale des Spiels. Puxi Pelligiano, Sir. Wartesaal Nummer 2. Nächster. Glottis! Glottis! Ist das bien? Glottis? Wo hast du denn jetzt schon wieder gesteckt? Ab und zu speichern ist keine schlechte Idee. Ah, wenn Glottis das nur sehen könnte. Sieht aus wie die Standardversion der DOD. Bruno? Bruno Martinez? Du bist der Kerl, der mich eingepackt hat. Du hättest mir wenigstens eine Zeitung geben können. 4 Jahre. Und das Einzige, was ich zum Lesen hatte, war dieser verdammte Becher. Was tust du hier? Und wenn du sowieso in diese Richtung wolltest, warum hast du mich da nicht mitgenommen? Na, pfui! Ich verschwinde von hier. Diese Welt ist was für Idioten. Da stellt man doch keinen Becher ab. Da ist Packschaum drin, in dem sich ein schicker Bruno-Abdruck befindet. Ich mag sehr, dass es diesen Callback gibt zu ganz am Anfang des Spiels. Finde ich sehr schön. Er ist voller Särge. Hallo? Puh, sie sind leer. Geht's dir noch gut? Ich könnte mir auf der Treppe damit glatt den Hals brechen. Auf der Straße sind wir hergekommen. Da gibt es nichts außer Schnee und einer ziemlich coolen Sonnenbrille. Manny! Was ist denn? Steig hoch und sieh selbst! Hey! Wo sind denn alle hin? Wartesaal 2. Und wie lange werden sie warten müssen? Bis sie Tickets haben. Keiner von ihnen hat sein Ticket für die Nummer 9 dabei, obwohl ihnen eines zugeteilt wurde. Auf den Verkauf von Doppel-N-Tickets stehen hohe Strafen. Sie haben ihre Karten nicht verkauft. Sie wurden ihnen gestohlen. Von wem?
Hector Lemont hat sie geklaut, um sie an reiche Leute zu verkaufen. Sind es die dort? Dann wollen wir sehen, welcher Weg ihnen vorbestimmt ist. Ganz so leicht scheint das nicht zu sein mit Betrug im Jenseits. Hey, warum nicht Leo und Eis? Was ist denn mit dem Zug passiert? Das Schicksal lässt sich nicht erkaufen. Ich verstehe nicht. Warum hat man sie nicht durchgelassen? Den Fahrschein, den sie erlangte, darf eine Seele niemals verkaufen. Sie haben ihre Tickets nicht verkauft. Das macht jemand anderes. Bring die Fahrscheine und alles geht seinen gerechten Gang. Die Tickets sind in El Morro. Wie komme ich da am schnellsten hin? Die Gleise sind bereits verlegt. Oh, na vielen Dank noch. Das Tor öffnet sich und es schließt sich. Aber das Tor hilft nicht. Hey, wie hast du dich befreit? Ich war schon immer frei, Schiffsjunge. Niemand hat mir ein Ticket gegeben, also kannst mir auch niemand wegnehmen. Und warum läufst du hier immer im Kreis? Ich versuche, meinen Kreislauf wieder in Schuss zu bringen. Nach all den Jahren, die ich im Kreis gelaufen bin, versuche ich, mein Leben wieder in geordnete Bahnen zu bringen, bevor ich in die nächste Welt übergehe. So, das sollte jetzt reichen. Leb wohl, Chipito. Gute Reise, Captain. Und danke, dass du mir damals wieder auf den rechten Weg geholfen hast. Mein kleines Licht so schön. Sie sollen's alle sehen. Mein kleines Licht so schön. Sie sollen's alle sehen. Mein kleines Licht so schön. Sie sollen's alle sehen. Sehen, sehen, sehen. Auch könnt ihr's nicht verstehen. Ich könnte es tun. Ich könnte jetzt ohne weiteres aus dieser Welt verschwinden. Aber es geht nicht. Ich kann nicht. Ich habe versprochen, diese Leute zu retten. Ich kann nicht einfach ohne sie gehen. Kürzlich besuchte mich ein Vogel mit einem menschlichen Kopf. Kennst du einen solchen Vogel, Manuel Calavera? Nein. Woher wissen Sie meinen... Er kannte dich. Und für dich hinterließ er diese Nachricht. Ich weiß, was du vorhast. Ich beobachte dich. Warte auf mich. Ich komme, um dich persönlich zu ersprießen. Mit freundlichen Grüßen, dein Hector Lemont. Oh, ich hole. Oh, na vielen Dank noch. Das Tor. Und aber... Diese Strecke verläuft von hier bis nach El Morro. Was, sind das zwei verschiedene Eingänge? Irgendetwas hindert mich daran, hineinzugehen. Das bin ich, der Hüter dieses Tores. Ich muss meine Freunde holen. Holen musst du deinen Freunden ihre Tickets.
Oh, oh Gran Demonio Roedor! Oh, Gran Demonio Roedor! Glottis! Höret den Namen des Großen! Glottis! Was ist los? Seit wie vielen Tagen ist dieser gar prächtige Dämon nicht mehr gefahren? Na ja, wir gehen jetzt schon seit einigen Monaten zu Fuß. Monate? Monate? Oh, dann wird der Großartige gewiss sterben. Aber wieso habe ich nicht bemerkt, dass etwas mit Glottis passiert? Das sind keine Minions, das sind arschklar Rabbits. Glottis, es tut mir leid. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du krank bist? Konnten nicht aufhören. Müssen alle retten. Tut es sehr weh, mein Freund? Nur weil ich dich hängen gelassen habe, Manny. Kann ich dir etwas bringen? Wie kann ich dir bloß helfen? Ich muss heizen. Düsen wie in den guten alten Zeiten, Manny. In der Knochenschleuder. Aber die Knochenschleuder ist nicht hier, Kanal. Vielleicht sehe ich sie auf der anderen Seite. Können wir nicht einen neuen Wagen bauen? Diese Zeiten sind vorbei. Nie wieder heizen. Hey, was ist denn das für ein rotes Ding da? Die Gondel? Ah. Schicke Lackierung. Hört zu, Kumpels. Bringt mir einen Stift. Das ist es. Mein letztes Werk. Es könnte mich retten, wenn ihr den richtigen Treibstoff. Was denn für Treibstoff, Glottis? Glottis! Mädchen. Wir müssen zurück nach El Marro, um die Tickets zu holen. Oh, Glottis. Es sind die Becherhaken am Ende der Welt. Da stellt man doch keinen Becher ab. Ich hasse es, wenn Leute ihre schmutzigen Becher einfach rumstehen lassen. Hier ist ein Zettel am Toaster. Um weitere Unfälle zu vermeiden, buttern Sie den Toast bitte erst nach dem Rösten. Ihr freundliches Wartungsteam. Aber worin sollen die kleinen Mechaniker dann ihren Toast toasten? Ich bin nicht eure Mutti. Da niemand meine letzte Warnung bezüglich der Reinhaltung des Kühlschrankes beachtet hat, sehe ich mich leider gezwungen, ihn abzuschließen, bis ihr erwachsen seid. Gezeichnet, ihr freundliches Wartungsteam. Ich bin nicht eure Mutti. Da niemand sehe ich mich leider gezwungen, ihn abzuschließen, bis ihr erwachsen seid. Ich würde ihn ja trinken, aber ich habe Angst, dass mir der Packschaum den Kiefer versaut. Auf jeden Fall können wir den Becher hier anhängen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich hasse es, wenn Leute ihre schmutzigen Becher einfach rumstehen lassen. Es ist voller Lappen. Mit einem Becher voll Packschaum. Es kann nie schaden, einen sauberen Lappen dabei zu haben. Bist du Arthur Dent oder was? Ich meine, zugegeben, es ist kein Handtuch, aber... Ja... Es ist beruhigend zu wissen, dass hier am Ende der Welt selbst das Öl wiederverwertet wird. Meine Gelenke müssen im Moment nicht geölt werden. Ich werde nicht dafür bezahlt, die zu verschieben. Hoffentlich mache ich mir keine Flecken in meinen Anzug. Wenn Glottis erstmal wieder okay ist, kann ich noch genug einölen. Vielleicht funktioniert das Öl für ihn wie Riechsalz. Mal gucken. Hier, Karnal. Riech mal hier dran. Oh, das ist schön. Bitte, leg mir davon etwas auf mein Grab. Ja, Manny. Okay. Hier, Karnal. Oh, bitte. Hm.
Wenn Glottis erstmal wieder okay ist, kann ich noch genug einölen. Sieht aus wie Entwürfe für einen Raketenschlitten. Die sind brillant. Ich frage mich, ob sie mir für alles die Schuld gibt. Was ist das für ein Schattenwurf hier? Wie unheimlich. Sie schließen ihre Werkzeuge ein, genau wie Glottis. Wie unheimlich. Sie schließen ihre Werkzeuge ein, genau wie Glottis. Soll die Tasse putzen? Mit dem Öllappen? Ja, das war der Toaster. What? Ich hab versehentlich... Oh mein Gott, ja! Erinnert ihr euch noch... Was waren die Löcher? Mit etwas so Starkem könnte man sogar eine Rakete antreiben, wenn wir nur mehr davon hätten. Also, ich könnte ein paar LKW-Ladungen davon auftreiben, wenn ihr wollt. Wir schießen dich nun wie ein Pfeil in den Wind. Mögest du das Herz des Windes durchbohren und das Blut des Himmels trinken. Geschwindigkeit ist die Nahrung des großen Glottis. Ich weiß nicht, warum es gerade so leise ist. Kehre eines Tages zu uns zurück. Erinnert ihr euch noch ganz am Anfang, wo der Reparaturdämon im Tube-Raum gesagt hat, mit dem Magnesium, wenn der Magnesiumfeuerlöscher auf den Packschaum trifft, dass dann alles hochgeht? Das sollte man sich merken. Jesus! Sicher, dass dieses Ding auch wirklich hält? Oh, zumindest den größten Teil der Strecke. Hey, wir sind schon in Rubakawa! Oh. Manny, wo bist du? Manny, ich hab Angst! Fantastisch. Ja, willkommen zurück in Rubakawa. Ah, Rubakawa, was für eine Stadt. Erinnerst du dich noch, Manny? Das ist lang her, mein Freund. Hier hält uns nichts mehr. Außer unserem Auto vielleicht? Dios mio! Sie ist... verdrahtet. Von wem? Wem? Die Steine sind wie eine lange Zündschnur. Man könnte ja auch unmöglich einfach ein paar Dominosteine direkt vor sich rausnehmen. Okay. Da setze ich keinen Fuß rein. Die kleinste Erschütterung setzt die Dominosteine in Bewegung. Keine Panik. Ja. Scheinbar nimmt man es mit der Wartung hier nicht so genau. Da geht's zum oberen Dock, aber im Moment liegt da nichts vor Anker. Ich hatte völlig vergessen, aber wirklich völlig vergessen, dass wir nochmal zurück nach Rubakawa kommen. Zombie 1, 2, 3. Nur auf Eis geben und servieren. Ich will mir keinen Bruch heben. Würde ich ja, aber ich hasse es, Gelatine direkt aus dem Fass zu lutschen.
Karl, hab gehört, dich hätt's in Zapato erwischt, Süßer. Tja, Hector Lemans Versuch ist gescheitert und jetzt bin ich am Zug. Ich bin unterwegs nach El Maro, um ihm das Handwerk zu legen. Manny, dort hat sich einiges verändert. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Ich komme besser mit. Gib mir nur eine Sekunde, dann bin ich soweit. Okay, aber wenn du in nächster Zeit eine Explosion hörst, fällt die Fahrt aus. Ohne Publikum kann ich das nicht. Ja. Abgeschlossen. Der traurige internationale Remix im Hintergrund. Calavera? Was ist aus der Limbo geworden? Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Velasco. Aber sie ist bei der Perle untergegangen. Aber wir haben ein neues Schiff gefunden, die SS La Mancha, und konnten... Die La Mancha? Mein alter, rostiger Eimer? Wo ist sie? Oh, nun, wir haben sie in Puerto Zapato gegen ein paar Schlittenhunde getauscht. Das reicht. Ich verschwinde aus dieser stinkenden Stadt voller Gauner. Aber... Danke, dass du mein Baby wiedergefunden hast, Manny. Puerto Zapato, ich komme. Stadt voller Gauner? Vielleicht sollte ich es für ihn zu Ende bauen. Ich würde es ja trinken, aber dann bleibt mir vermutlich die SS Lumbago im Halse stecken. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Abgeschlossen. Wie Knochen so bleich, schien der Mond auf den Deich. Und wir hatten uns beide so lieb. Das Glück ward uns hold. Und ich dachte nur, hups, als sie kopfüber aufs Meer hinaus trieb. Ah, nicht ganz dasselbe ohne den alten Velasco. Vielleicht müssen wir, Gott, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Olivia? Olivia. Vielleicht müssen wir Olivia die Nachricht von Hector Lemann geben, damit sie denkt, dass sie gemeint ist. Aber auf der anderen Seite kann ich mit der Tür nicht interagieren. Und ich weiß auch nicht, warum wir sie erschrecken sollten. Ich weiß, was du vorhast. Ich beobachte dich. Warte auf mich. Ich komme, um dich persönlich zu ersprießen. Mit freundlichen Grüßen, dein Hector Lemans. Ich denke, das sollte ich besser für mich behalten. Das hat dem Lumbago-Diorama noch gefehlt. Künstliches Meerwasser. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Zombie 1, 2, 3. Nur auf Eis geben und servieren.
auch hier wieder. Ich habe keine richtige Ahnung, was ich tue oder warum. Jetzt habe ich eine Flasche voll mit einem Getränk namens Zombie 123. Aber wie hilft mir das, an mein Auto zu kommen? Keine Panik! Ja! Ich bin ein Künstler. Oh, Toto ist völlig fertig. Nein, ich möchte ihn nicht aus seinen Träumen reißen. Ich will Toto nicht aufwecken. Nicht meine Schuld. Ich will Toto nicht aufwecken. Ich will Toto nicht aufwecken. Das hebe ich nicht auf. Hallo, Vermittlung? Ja, ich bin's, Manny. Ich bin gerade in der Stadt und... Wow, immer noch sauer. Nicht meine Schuld. Ich glaube, das sind Kataloge mit Tattoo-Vorlagen. Die sind mit nautisch und niedlich. Beschriftet. Und der dritte heißt einfach Ankermanni. Flaschen mit Kram, du meinst das, was nach Ankar getrunken hat, um sich zu betäuben? Ich sehe sie zumindest nicht, wenn ich keinen Kühlschrank nicht öffnen. Ich will Toto nicht aufwecken. Das hebe ich nicht auf. Das ist ein alter Kühlschrank. Okay, also ich weiß nicht, warum ich hier rein kann. Du wolltest ein Häschen. Vielleicht ist es auch einfach eine falsche Fährte. Ich weiß es nicht. Oh. Hier nicht auch rechts ein Eingang zur Katzenrennbahn? Oder ist der jenseits der Brücke? Ich glaube, da müsste man über die Brücke rüber. Vielleicht hat Mädchen eine Idee. Sieht aus, als hätte Domino seine Visitenkarte hinterlassen. Aber wie? Ich habe gesehen, wie es ihn zerrissen hat. Er muss es getan haben, als er das letzte Mal in der Stadt war. Ich weiß ja nicht... Anscheinend gibt es doch irgendwas in dem im Tattoo-Parler, das ich offenbar einfach nur übersehen habe. Der Leo, ne? Ich brauche wirklich eine neue Brille. Ich habe die hier seit bestimmt 20 Jahren. Und nicht nur ist das Gestell ziemlich kaputt mittlerweile, die Gläser sind auch zerkratzt. Und es ist eigentlich kein Wunder, dass ich nichts mehr sehe. Ich bin ein Künstler. Nein, ich möchte ihn nicht aus seinen Träumen reißen. Aber ich sehe es halt wirklich nicht. Warte, da. Tut gar nicht weh. Der Schrank hier, das ist, ne? Farbig kostet's mehr.
Nee, nicht das. Was ist das? Das ist, Lumbago-Limo. Probier mal. Ein wirklich schmackhafter kleiner Aperitif. Jawohl, Monsieur. Gar nicht so schlecht. Sag, wo du das her hast. Sofort! Aus Olivias Küche. Lumbago! Manny, hatten wir es nicht eilig? Keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Oh, mein Magen ist auch nicht mehr das, was er mal war. Oh, Glottis. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich ein paar Sachen nachschlage. Dass Manny krank war? Ich glaube, dass du Glottis ist derjenige, der krank war. Aber hey, dafür ist er jetzt wieder krank. Das ist doch auch schön. Flüssiger Stickstoff. Kontakt mit Knochen vermeiden. Er hat mir doch das Schiff mit der Flasche zurückgegeben, oder? Warum habe ich das jetzt nicht mehr? I don't get it. Egal. Ich dachte, man muss vielleicht noch was. Erinnert ihr euch vielleicht noch, das Wasserpfeifenwasser, dass das irgendwie, dass man das benutzen kann, um Leute auszunocken? Was ist das eigentlich für ein Glipper, den die immer in die Fleischdosen packen? Was ist das eigentlich für ein Rätseldesign? Hallo? LucasArts? Nette Show-Einlage, mein Freund. Du hast nicht zufällig ein Pfefferminz für mich, oder? Es geliert nicht. Es kann nicht gelieren. Es ist nämlich schön warm in meinem Bauch. Was für ein Rätseldesign. Hey, gute Idee. Ich wette, jetzt, wo sie kalt ist, kann ich sie bestimmt drin behalten. Lass mich zuerst rübergehen, okay? Nun, alles oder nichts. Hector hat anscheinend die ganze Stadt übernommen. Außer einer kleinen Gruppe gab es kaum Widerstand. Und wo die sich verstecken, weiß keiner. Entschuldigung, bist du ausgebildeter Bartender? Ich hoffe, sie tun Glottis nichts. Tja, man merkt, wie wenig Ahnung du hast. Ihr Anführer ist ein großartiger Mann, der... Manuel Calavera, so trifft man sich wieder. Ich sehe, du hast gefunden, wonach du gesucht hast. Welch glücklicher Zufall, dass du gerade im Moment unseres größten Triumphes zurückkehrst. Unsere Armee hat an Macht gewonnen und wir haben Le Mans Waffenlabor infiltriert. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Falle!
Das war eine Falle. Latrine. Aus dem Weg. Es gibt nur eine Chance. Danke, Sir. Sie haben mich gerettet. Aber was noch wichtiger ist, Sie ermöglichen es mir, weiterhin unserer Sache zu dienen. Wie war das mit der Falle? Hector hat einen unserer Agenten enttarnt. Nein. Du Idiot, Bowsley. Dein neuer Assistent ist ein Spion. Hast du noch nie etwas von Einstellungsgesprächen gehört? Was? Keine Zeit für Erklärungen. Jetzt nehme ich die Dinge selber in die Hand. Nehme ich mit. Ich träume schon seit Jahren davon, zu euch zu gehören. Ich wette, der Agent auf dem Foto ist der arme Kerl, den Hector gerade erspossen hat. Das ist der Teil des Soldaten, der nicht aufgestanden und auf einer Hand rausgehüpft ist. Irgendwelche Nachrichten für mich? Nein, der letzte Anruf kam an dem Tag, an dem du verschwunden bist. Allerdings schicken sie dir immer noch den Dessous-Katalog zu. Ich frage mich, ob das der kleine Manny ist. Komm her, kleiner Manny. Au, hey, muss die kleine Matche sein. Habe ich schon. Okay, das ist der Plan. Ich benötige eine Verkleidung, um an Hector herankommen zu können. Und eine Waffe, damit wir, wenn ich da bin, eine vernünftige Gesprächsgrundlage haben. Wenn du dich um diesen Teil kümmerst, finde ich heraus, wo er sich aufhält. Sein Casino liegt direkt über diesem Hauptquartier. Okay, wir treffen uns dort. Begibt sich freiwillig in Gefahr. Sie könnte uns äußerst dienlich dabei sein, diesem ganzen Übel ein Ende zu bereiten. Was mich betrifft, so ist sie der Ursprung allen Übels. Ich weiß nicht, ob das ganz fair ist, Manny. Memo an alle Agenten. Priorität dringend. In Anbetracht der letzten Verluste raten wir allen Agenten, bis auf weiteres schlecht beleuchtete Gassen zu meiden. Hey, Eva hat das Funkgerät ans Laufen bekommen. An alle Einsatzwagen. An alle Einsatzwagen. Manuel, alles in Ordnung? Ich teste nur die Ausrüstung, Sir. Salvador, vielleicht solltest du das Ding abschalten, damit wir ungestört reden können. Ich verstehe nicht, warum Olivia zu diesem Teil des Spiels noch irgendwie da ist. Schrecklich, der Gedanke, dass sein Körper immer noch in diesem finsteren Wolkenkratzer ist. Vielleicht ist sie notwendig für die kommenden Designs. Diese Kamera zeigt nichts als Pflanzen. Scheint wohl noch einer von uns ins Gras gebissen zu haben. Ins Gras gebissen. Das ist, wenn jemand ersprossen wurde, ist das irgendwie eine sehr interessante Formulierung. Oh nein, Glottis. Hallo da unten. Oh, schon gut. Schlaf weiter. Was immer du auch bist. Hallo da unten. Nicht gerade jetzt. Okay, einmal geht's hier lang, einmal geht's halt auch nicht mal an. Oh Gott, ich hasse es, wenn das Finale eines Spiels aus großen leeren Räumen besteht. Ich weiß nie, was ich damit anfangen soll. Ich probier's mal so. Ist da unten jemand? Monster? Schon wieder? Kann mich jemand außer den Monstern hören? Mist. Schlafe, mein Kanalmonster.
Die riesigen, furchteinflößenden Augen, mach zu. Okay, keine Ahnung, was da unten ist, aber es bereitet mir definitiv Probleme. Ja, Glottes Animationen sind die besten. Warum? Warum muss ich klicken? What fucking ever? Ich sollte mal wieder speichern, oder? Ich muss einen Weg finden, wie ich dieses hübsche Gesicht unkenntlich mache, bevor ich auf die Straße gehe. Johnny Thunder lässt schließlich nicht jeden in seine Show. Nein. Ich meine, es ist eine Ehre, das Johnny Thunder Make-up tragen zu dürfen. Genau. Ein Privileg. Ja. Also habe ich zu ihr gesagt, sie geben mir sofort die 10% Rabatt oder ich... Hey, verschwinde, Kumpel. Keine Autogramme. Oh, bist du auch zum Thunderboy-Casting hier? Ja, bin ich. Oh, das ist aber schade. Wir haben nämlich gerade die letzten beiden Rollen bekommen. Vielleicht nächste Saison. Wenn ich erstmal das Geld für ein Doppel-N-Ticket habe, bin ich sofort weg. Was? Man kann ein Doppel-N-Ticket doch nicht einfach so kaufen. Nun, ich kenne jemanden, der kennt jemand und der wiederum kennt Hector Le Mans. Wow, du kennst auch jeden. Hey, raus aus der Garderobe, wir haben genügend Thunderboys. Showbusiness-Café. Oh, Kaffee. Toll. Wurde auch Zeit, dass wir hier mal einen Laufburschen bekommen. Hey, Junge, mach ihn schwarz und mach ihn schnell, okay? Danke, nein. Der ist ein wenig zu heiß für meine Tasche. Ich erinnere mich sowas von null an all das hier. Schon faszinierend. Tja. Ich denke, das sollte ich besser für mich behalten. Wenn ich irgendwas Schweres hätte, könnte ich ja was droppen. Es kann nicht mehr viel drin sein. Ich spare es lieber für später auf. Die Schneekanone ist ja riesig, aber das Malwerk sieht handlich aus. Aha, es ist ein handbetriebenes Malwerk. Warum hast du es hier hingestellt? Warum hat das hier hingestellt? Warum muss ich es nochmal nehmen und nochmal... Die Schneekanone ist ja riesig. Was soll ich jetzt malen? Get it.
Ja, normalerweise ist dieser Teil, wo man genervt ist und rumsucht bei Adventures, nicht so stark ausgeprägt, wenn man das Adventure schon kennt. Aber Grim Fandango ist zu lang her. Es ist einfach, also in seiner Gänze ist es zu lang her. Wie gesagt, ich hatte es ja, als die Remastered-Version rauskam, hatte ich ja so die erste, vielleicht, weiß nicht, Hälfte oder so nochmal gespielt für den Test. Aber, rückblickend betrachtet hätte ich vielleicht nochmal komplett spielen sollen, damit ich, Das retten wir besser vor dem Sprießen. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich von Finale reden sollte bei etwas, was so lange geht. Wenn ich Ihnen das Foto zeige, fliegt er unbeladen los. Okay, nicht picken. Das ist ein Brief. Du magst Briefe. Erinnerst du dich? Nun, alles oder nichts. Los, Baby, für La Revolution! Vorhast, ich beobachte dich. Tschüss, Aaron, danke, dass du da warst. Um dich persönlich zu ersprießen. Hab noch einen schönen Sonntag. Grüßen, dein Hector Le Mans. Ich wusste es. Ich habe die ganze Zeit geahnt, dass er mich erledigen will. Du wirst mein Versteck nie finden, Hector. Such dir einen anderen Floristen. Das her. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Nicht so hoch. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Scheint, als hätte Bowlsley bei seiner Landung einen Kanister der Kompostmunition zerbrochen. Hoffentlich hat er sich nicht bekleckert. Wenn ich das anfasse, schlage ich bestimmt Wurzeln. Antworten, damit kann man was vergiften, oder? Was ist das? Hey, der Chrom! Vorsicht! Ach so. Ach, einmal mehr, ne? Also... Ich weiß ja nicht, was das Spiel von mir will, gerade. Was willst du? Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Ja, ich denke, ich muss zumindest, also, ich muss vielleicht ein bisschen evaluieren, wie gut Grim Fandango insgesamt ist. Weil ich hab's unheimlich gerne, ich hab's nach wie vor unheimlich gerne und so weiter und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was die Rätsel und die Rätsellogik und sowas angeht, ist es nicht das beste Adventure, das ich je gespielt habe. Und ich meine, jedes Adventure hat irgendwie seine Schwachstellen. Ah, au! Warum hast du das gemacht? Hab ich nicht. Ich
Mein Make-up ist geschmolzen. So kann ich doch nicht auftreten. Ich habe dich aus der Gosse geholt. Und so dankst du es mir? Nein, nein, das verstehst du falsch. Hey Junge, heute ist ein Glückstag. Wir haben eine Rolle frei und deshalb bist du der neue Thunderboy in der Johnny Thunder Revue. Oh, ich kann es kaum fassen. Auf diesen Moment habe ich mein Leben lang hingearbeitet. Dann setz dich. Wir müssen uns um dein Make-up kümmern. Geh nicht so weit weg. Man weiß hier nie genau, wann die Show anfängt. Ich weiß nicht, woher ich diese Sprecherin kenne. Ja, ich bin ja mit Stimmen sozusagen nicht ganz so gut, sagen wir mal, ne? Macht aber nix. Macht überhaupt nix. Ah. Hi, Che Alivio. Kann mich kaum noch daran erinnern, wann ich das letzte Mal für kleine Jungs war. Unter dem Regenmantel geht irgendetwas Merkwürdiges vor sich. Hey, was geht unter dem Regenmantel da vor sich? Ich weiß nicht. Was geht denn da unter dem Make-up vor sich? Agent Calavera? Du? Hat Salvador dich vorhin nicht zerlegt? Ja, und das hat mir diese Chance gegeben, unserer ruhmreichen Sache zu dienen, indem ich Mittel für das ZVS aufbringe und dabei gleichzeitig unseren Erzfeind schädige. Indem du am einarmigen Banditen Geld verlierst? Hola! Keine Drinks für mich, danke. Was macht denn Chowchilla Charlie hier in Hectors Casino? Ich wusste doch, dass der Koffer mit den falschen Tickets nicht seiner war. Dieser Aufzug führt direkt in die Penthouse-Suite von Hector LeMond. Mr. LeMond wickelt seine Geschäfte nur mit sehr erlesener, elitärer Klientel ab. Ja, und was sind wir? Der Weihnachtsmann? Gutes Personal ist schwer zu finden. Ja, es sieht so aus, als ob man hier lang gehen können müsste, aber kann offenbar nicht. Jetzt sollten wir dem einarmigen Banditen seinen anderen Arm zurückgeben, ha? Ich denke, das wäre respektlos. Wäre es? Ich denke, das wäre respektlos. Ich denke, das wäre eine nette Geste, ihm seinen eigenen Arm zurückzugeben. Hey, die funktionieren ohne Geld. Vielleicht ist dieser Hector doch nicht so übel. Ich wusste es. Die sind alle manipuliert. Okay, was genau machst du denn mit den Spielautomaten? Ich schiebe mich hinein, wie einen Finger in Hector LeMonds Kehle und lasse den Automaten das Geld, das er verschlungen hat, wieder erbrechen. Ich denke, das wäre respektlos. Ich denke, das wäre respektlos. Was zur Hölle? Den Arm zu benutzen wäre respektlos, den Arm wiederzugeben wäre respektlos? Ich denke, das wäre respektlos. Ich denke, das wäre respektlos. Kannst du jede Maschine knacken? Keiner dieser unheiligen Tempel ist vor dem ZVS sicher. Mira! Wie kriegt er Geld aus den Automaten, wenn die Automaten gar kein Geld nehmen? Kannst du jede Maschine...
keiner dieser unheiligen Tempel ist vor dem ZVS sicher. Mira! Ich lese gerade ein, zwei Sachen nach, die ich zu tun habe. Okay, interessant. Ich muss eine Sache machen, die nicht unlogisch ist, aber ich wäre trotzdem in ungefähr 100 Jahren nicht drauf gekommen, insofern, ja. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, aber ich glaube, es wäre wirklich so, dass die meisten der Rätsel besser funktionieren würden, wenn das Spiel die Zielsetzung klarer machen würde. Oder auf die Logik des Rätsels so ein bisschen stoßen würde. Ich denke, das wäre respektlos. Warum? Warum wäre es respektlos? Ich habe gesehen, wie Bowsley hier langgerannt ist, aber wo steckt er nur? Bowsley ist vermutlich in diesem Labyrinth verschwunden, aber ich finde ihn nie ohne etwas wirklich Hilfreiches. Übrigens, ich finde es sehr schön, wie Manny die ganze Zeit sagt, den Arm mit irgendwas zu verwenden wäre respektlos. Ohne etwas wirklich Hilfreiches. Ja, danke dafür. Um dieses Rätsel zu lösen, muss ich eine Lösung finden. Ich nicht weiterkommen ohne einen nützlichen Gegenstand. Ah. Hey, wisst ihr was? Ich wette, er würde sich freuen, wenn er wüsste, dass sein Körper unserer Sache gedient hat. Ja, das hier ist absolut nicht respektlos. Das hier ist absolut einwandfrei.
Oh, Brother. Er scheint ihm seinen Arm wiederzugeben, was sehr respektlos wäre. Er fährt mir seinen Arm jetzt zu Knochenstaub zermahlen. Und das ist das einzige Mal im Spiel, dass man zwei mitnehmbare Objekte miteinander kombinieren muss, kann man den... Ich verstehe es nicht. Man kann den Grinder da oben mitnehmen und auch wieder dorthin stellen, damit man den Arm reinstecken kann. Aber warum macht man es nicht einfach so, dass er, keine Ahnung, solange man den Arm nicht reingesteckt hat, dass er dann sagt, ich habe keinen Grund, keinen Grund, Knochenmühle mitzunehmen. Oder Knochenmühle, halt die Mühle. Die Knochensplitter sprießen, wenn sie in die Pfütze gelangen und werden zu Schleierkraut? Bowsley ist vermutlich in diesem... Ohne... Wie hilfreich soll es noch sein? Ohne etwas wirklich Hilfreiches. Das ist etwas anstrengend, das kann man so sagen. Liebenswert, aber auch anstrengend. Das Icon für Arm, der in einer Mühle steckt, ist auch sehr, sehr gut. Okay, ich denke, ich könnte der Spur folgen, aber dafür brauche ich etwas Licht. Hey, was ist das? Das ist wohl das Versteck des Floristen. Nein, nicht das. Das Ding, das da auf uns zukommt. Thank you.
Nicht gerade jetzt. Vielleicht so. Man glaube, Gott ist sich in die Augen zu sehen. Sehr, sehr schön. Bist du das? Mach dich lieber vom Ackermann! Hören Sie, Bausley, ich bin nicht gekommen, um Ihnen weh zu tun. Hören Sie, Bausley, ich bin gekommen, um Ihnen weh zu tun. Hector, bist du das? Mach dich lieber vom Ackermann! Ich mein's ernst, mir geht es nicht besonders rosig. Der Beschriftung nach sind Sie voller Kompostmunition. Ja, und zwar nur vom Feinsten. Nichts von dem lammen Zeug, das ich für Hector zurückgelassen habe. Was war das? Was machst du da? Bist du verrückt? Zurück! Nimm die Hände über deinen Kopf, leg den Kopf auf die Hände, in den Schoß! Lammer Dünger! Ich mein's ernst. Ich spüre hier eine gewisse Unruhe. Ich habe... Wenigstens hat er ein paar der Leichen auf Eis gelegt. Leichen auf Eis? Das hebe ich nicht auf. Abgeschlossen. Ich fühle, sie sind eingeschweißt. Ich denke, ich sollte... Das ist das gruseligste Schaufenster, das ich je gesehen habe. Ich fasse diese menschlichen Überreste nicht an. Ein gruseliges Schaufenster. Berührt mich nicht. Diese menschlichen Überreste. Normal. Ihr wird sich jetzt einiges ändern? Ja, Mann. Wen willst du hier eigentlich zum Narren halten? Hey, liebe Pflanzen, ist das denn so falsch? So behandelt Pflanzen man doch keinen Agenten des ZVS. Für euch symbolisieren Pflanzen nur den Tod. Pflanzen sind Leben. Ihr alle seid tot. Es kann nicht mehr viel drin sein. Ich spare es lieber für später auf. Ich wette, der Agent auf dem Foto ist der arme Kerl, den Hector. So behandelt man doch keinen Agenten des ZVS. Ich könnte euch alle in Pflanzen verwandeln. Ich habe hier genug Saft, um die ganze Welt in eine riesige Grünfläche zu verwandeln. Ich bin so behandelt davor. Man doch keinen Agenten des davor. ZVS. Sieht aus wie ein großer Klumpen Was? Aus Klebeband, den jemand an die Wand geschraubt hat. Komm an nicht die dran. Wand geschraubt. Warum muss ich eigentlich immer noch manuell die Sense benutzen, wenn du irgendwo nicht rankommst, Manni? Nach ungefähr 12 Benutzungen deiner Sense in diesem Spiel solltest du doch langsam aber sicher wissen, was die Antwort halten? Ist. Hey, weißt du, was du gerade getan hast? Du hast soeben die Büchse der Pandora geöffnet. Verschwinde hier, oder du kannst was erleben. Ich... Was? Ich habe die Klingel freigegeben und deswegen habe ich jetzt die Büchse der Pandora geöffnet? Was? Hey da, Fremder, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche etwas, so um die 9 mm. Oder habe ich gerade einen ganz entzückenden Strauß? Was? What? Bitte schön. Was ist gerade passiert? Soll ich etwas Schleierkraut dazu packen? Gern. Okay, hier, bitteschön. Einen wunderschönen Tag noch. What just happened? Okay, wir haben eine Waffe. What fucking ever. Ich verstehe trotzdem nicht, was ich da getan habe mit dem Klebebandball und der Klingel und warum er plötzlich so freundlich war, dass er mir eine Knarre und Munition geschenkt hat. What just happened? Ist eigentlich die Dame hinter Chochilla Charlie? Ist das Magic? Sie hatte vorhin andere Kleidung an. Buenos dias. Verschwinde, Schleimbolzen, oder mein Ehemann bricht dir den Kieferknochen. Ich frage mich, ob ihr mein neuer Kiefer gefällt. Psst.
So behandelt man doch keinen Agenten des ZVS. Hola! Nein, nicht mit Charlie. Niemand will mit Tortilla Charlie reden. Keine Drinks für... Matche, ich bin's. Manny? Was ist denn das für ein Kostüm? Hier, hilf mir, diesen Superzocker in das Bettlaken zu wickeln, damit wir hier verschwinden können. Hey, sind Sie das, junge Lady? Dich krieg ich. Das ist nicht komisch. Bei der nächstbesten Gelegenheit verpasse ich dem Ekel einen Tritt. Nochmal. Ich frage mich, ob ihr mein neuer Kiefer Hilfe. Gefällt. Bei der nächstbesten ja, Gelegenheit verpasse ich dem Ekel einen Tritt. Noch etwas Geduld, mein Kätzchen. Ich begleite dich zur Party, sobald sich mein System hier bezahlt macht. Ich habe ihm erzählt, im Casino Romano würde eine Toga-Party stattfinden, aber er würde nur reinkommen, wenn er im Laken auftaucht. Wenn er sich umgezogen hat, nimmst du seinen Anzug und gehst rauf, kapiert? Oh. Moment, Manny und Tortilla Charlie haben dieselbe Größe? Ist Tortilla Charlie nicht, als ich dachte. Ist Tortilla Charlie nicht irgendwie einen halben Meter groß? Ich kenne den Kerl. Der kann Tage an den Spielautomaten verbringen. Er meinte, er würde mit mir kommen, sobald die Kiste Geld ausspuckt. Na, das sollte sich ja bewerkstelligen lassen, dank unseres hackenden Freundes da links. Nicht schon wieder. Dich krieg ich. Junge Lady. Neuer Sonderbefehl von Salvador. Das ist nicht komisch. Hilfe. Hallo? Verdammt. Ist die Animation fertig? Ist, ne? Knack diesen Automaten und lass das Geld liegen. Ah. Los! Jawohl, Sir! Hey! Ah. Eck. Verdammt nochmal. Hilfe! Junge Lady. Okay. Das hat gut funktioniert. Hey! Ich habe es geschafft. Mein System funktioniert. Ich wusste es. Habe ich es dir nicht gesagt? Das ist ja großartig. Dann lass uns jetzt gehen, damit du mir im Romano einen Drink spendieren kannst. Ich treffe dich mit den Tickets am Bahnhof. Für mich wird es keins geben. Du musst also allein zurück. Ich werde dem Torwächter alles erzählen. Er muss uns einfach helfen. Oh mein Gott, der Anblick. Schatz, ich hab da noch ein unfehlbares System, das ich dir gerne zeigen möchte. Toga, Toga, Toga. Etwas eng an den Schultern, riecht aber wenigstens nicht nach Schlittenhund. Ich habe einen Termin mit Hector Lemont. Ich habe eben angerufen. Er erwartet mich. Du kennst also Hector Lemont, hm? Okidoki. Dann beantworte mir mal eine ganz einfache Frage. Okay. Wie viele Casinos nennt Hector Lemont sein eigen? Drei. Oh, tut mir leid. Ich schätze, du kennst Hector Lemont nicht mal halb so gut wie ich. Okay. Wie oft hat Hector Lemont erfolgreich für das Amt des Bürgermeisters kandidiert?
7. Ja, nun, das war ja einfach. Pech gehabt, ich gewinne. Wer zuerst 2 richtig hat. Leg dich bloß nicht mit mir an. Ich kenne Hector Lemont. Oh mein Gott. Celso hat seine Frau wiedergefunden. Celso Flores, was machen Sie denn in Hector Lemonts Wartezimmer? Oh, er hat uns vor die Tür geschickt, damit wir sein Angebot überdenken können. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin Ihr Reiseberater. Oh, eigentlich habe ich schon einen Reiseberater. Allerdings ist er ziemlich weit weg und wischt die Fußböden in einer Cafeteria. Also ist die Stelle wohl frei. Genau genommen arbeite ich für Hector. Ich bin hier, um eventuell auftauchende Fragen zu beantworten. Ich mach das schon, meine Liebe. Ich würde gerne genaueres über diese Doppel-N-Tickets wissen. Der Preis erscheint mir mehr als doppelt. Alles gelogen. Die Tickets sind gefälscht. Nehmt euer Geld und macht euch aus dem Staub. Hohoho. Versuchen Sie es nicht auf die tiefenpsychologische Tour, mein Freund. Sie kosten Sie eine Menge, weil Sie dadurch ein Vermögen sparen. Nun, ich habe kein Vermögen. Also was kümmert es mich? Die Frage ist doch, seid ihr es euch nicht wert? Ich weiß, dass wir es wert sind. Aber sind die Tickets es auch wert? Wofür wollen Sie sich Ihr Geld denn aufsparen? Für schlechte Zeiten? Falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, ihr seid tot. Schlechter können die Zeiten wohl kaum noch werden. Stimmt. Das ist aber noch lange kein Grund, sein Geld aus dem Fenster zu werfen. Genug davon. Ich erzähle euch jetzt mal von meinen Problemen. Eigentlich müssen wir noch eine ganze Menge besprechen. Dieses Make-up lässt ungefähr so viel Luft durch wie vulkanisiertes Gummi. Ja, aber es betont Ihren Kiefer ungemein. Ich kann in diesem Anzug kaum die Arme heben. Na, dann hoffen wir doch mal, dass Sie niemand mit einer Waffe bedroht, hä? Ich komme gerade aus dem miesesten Urlaub, den ich je gemacht habe. Oh, genau genommen habe ich auch ein richtiges Abenteuer hinter mir. Daher... Okay, ich bin sicher, dass Sie fliegende Spinnen und die brennenden Biber gesehen haben. Aber glauben Sie mir, das ist noch gar nichts. Denn ich bin schon bis ans Ende der Welt gereist. Und wieder zurück. Ich wusste gar nicht, dass die Reise durch das Totenreich so viele Gefahren birgt. Nun, wie viel würdet ihr zahlen, um euch das alles zu ersparen? Komm, Liebling, schlachten wir unser gemeinsames Sparschwein. Mr. Lemont, wir haben uns entschieden, Ihr großzügiges Angebot anzunehmen. Exzellent, exzellent! Die kleine Lady hat Sie überzeugt, hä? Nein, eigentlich war es Ihr Mitarbeiter da drüben. Natürlich, er ist auch einer meiner Besten. Nun, kommen Sie bitte herein, damit wir ein wenig plaudern können, ja? Hector Lemont klingt wie Mats, wenn er eine... Wenn ich hab's immer noch drauf. Wenn er diese heisere Stimme auflegt. Ja, Ich weiß nicht, wer Sie sind und was Sie mit den Flores angestellt haben. Aber bleiben Sie doch hier. Wenn wir hier fertig sind, würde ich Ihnen gerne etwas zeigen. Rede ich hier nur von einem Job oder spreche ich von der Gelegenheit schlechthin? Wir hatten in den letzten Jahren in unserem Büro immer wieder Ausfälle und es ist ehrlich gesagt sehr schwer, sie durch fähige Leute zu ersetzen. Wir könnten einen wie Sie in unserem Team gebrauchen. Das könnte Ihr Büro sein. Bin mir ziemlich sicher, dass das unser Büro war. Hier, ziehen Sie den mal an. Der gehört Ihnen dann auch. Und als zusätzlichen Bonus 2% hiervon, Mister. Mein Name ist Calavera und ich will mehr als 2%. Mr. Calavera, ich brauche die meisten davon, um selbst aus dieser Welt zu scheiden. Ich war nämlich zu Lebzeiten ein sehr böser Bube. Ich werde diese Tickets Ihren rechtmäßigen Besitzern geben und Sie auf den Komposthaufen befördern. Guter Schuss. Spruss, I guess.
Das war ein bisschen antiklimaktisch. Hallo? Tauben? Freunde? Ich schätze, ich könnte über das Bein auf das andere Dach gelangen. Aber das Bein zeigt zu steil nach unten und Hector hat anscheinend den Motor zerstört. Ich schätze, den alten Wasserspeier als Stütze für unser Glamour Girl zu benutzen, war wohl keine so gute Idee. Angebrochen, aber immer noch stabiler als ich. Angebrochen, aber immer noch stabiler als ich. Ich spare mir meine Munition für den großen Boss auf. Es kann nicht mehr viel drin sein. Ich spare es lieber für später. Es kann nicht mehr viel drin sein. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Okay. Naja, so viel zu meinem dritten Arm. Blumenkraft. Das kann ich nicht ersprießen. Früher oder später musste das ja passieren. Ei, Chihuahua! Das gehört bestimmt dir. Und vergiss nicht, Hilfe zu holen. Wie viele von diesen verdammten Krähen hat er denn? Lauf! Such Salvador! Steig ein! Schnell! Wir sollten doch eigentlich Rückendeckung bekommen. Wo sind denn Salvadors Leute? Ich weiß nicht. Er hat es mir noch nicht gesagt. Oh mein Gott! Hola, Manuel. Zeit für ein Tänzchen, Süßer. Dann setz dich mal in Bewegung. Deshalb ist Olivia beim Finale mit dabei. Das erklärt diese trotzdem nicht... Blumen? Alles Leute, die Hector ersprossen hat? Hey, wenn man ganz oben ist wie mein Freund Hector, macht man sich viele Feinde. Das erklärt trotzdem nicht, warum Manuel sie überhaupt mitgenommen hat vorhin. Was? Weißt du, du hast wirklich einen schlechten Geschmack, was Männer betrifft. Nein, ich habe einen sehr guten Geschmack, was schlechte Männer betrifft. Das ist ein Unterschied. An diesen Ort erinnere ich mich, weil ich ihn sehr cool fand damals. Der ist mir hängen geblieben. Und weil wir uns dem Ende des Spiels nähern. Thank you.
Mich? Sie liebt mich nicht. Nun, ein Teil davon stimmt. Oh, Manny, wie zynisch. Was ist bloß geschehen, dass du deine Hoffnung, deine Lebenslust verloren hast? Ich bin gestorben. Aha. Nun ja, Domino hatte wohl recht. Du hast nicht mal einen Fetzen Optimismus in dir. Nun, in puncto Fetzen ist natürlich Domino der Experte. Und nach genau derselben Logik, Manny, wirst du ein Fachmann für Botanik werden. Ist das jetzt der Moment, in dem du mir von deinem teuflischen Plan erzählst, Hector, wie du all den unschuldigen Seelen Doppel-End-Tickets geklaut hast und vorgabst, sie zu verkaufen, während du sie in Wirklichkeit gehortet hast, um mit ihnen aus dem Land der Toten zu entkommen? Nein. Das ist der Moment, in dem du dich sehr lange in scheußlichen Schmerzen binden wirst, weil der Idiot Bowsley mit all der schnell wirkenden Kompostmunition abgehauen ist. Auch hiermit wirst du sprießen, aber das dauert. Tut mir leid. Manny, wo willst du denn hin? Bleib doch noch. Oder dünkt dir dein Schicksal zu hart? Kapiert? Dünkt! Grün breitet sich aus. Diese Schmerzen. Ich würde es rauskratzen, aber ich bin zu schwach. Ich würde es rauskratzen. Oh. Oh. Gracias, Toto Santos. Ist Toto Santos nach Allerheiligen? Schon. Beweg dich, Baby. Eins von euch muss für mich sein. Ach. Das ist dann ein schöner Spruch, weil einerseits heißt der Tätowierer Toto Santos, andererseits gibt es den Feiertag Allerheiligen. Und drittens hat er auch gleichzeitig sowas gedacht wie Danke, gerade also sowas gesagt wie Danke euch Heiligen. Aber eigentlich meinte er den Tätowierer. So, that's fun. Salvador? Manuel, hör mir genau zu. Im Kofferraum dieses Wagens findest du eine Waffe. Aber der Schlüssel dazu liegt irgendwo auf der Wiese hinter dem Treibhaus. Finde ihn. Okay. Und sag Eva, ich weiß, dass sie unserer Organisation eine weise Anführerin sein wird. Denn wenn ich meine Zahnbombe auslöse, sprießt nicht nur mein Opfer, sondern auch ich. Dein Opfer? Was hast du... Hey, raus hier. Lebe wohl, mein Freund. Was hattest du da drin mit dem Anführer des ZVS zu besprechen, hm? Nun, Sal, gibt es etwas, was du auch dem Rest der Klasse erzählen möchtest? Nur dies. Viva la Revolution! Er hat sich wahrlich mit vollem Körpereinsatz der Sache geopfert. Er gefällt mir ganz gut da, wo er ist. Das hebe ich nicht auf. Das Spiel ist teilweise ganz schön düster. Es geht doch nichts über die Originale. Hey, meine Sense. Was sagt man dazu? Sal hatte die ganze Zeit über ein Ticket. Erst nachdem ich mit Hector abgerechnet habe. Erstaunlich, dass Salvadors Ticket immer noch von ihm angezogen wird. Das hebe ich nicht auf. Erstaunlich, dass Salvadors Ticket immer noch von ihm angezogen wird. Dann können wir es vielleicht als Detektor benutzen, um den Rest von Sals Körper zu finden.
das möchte ich eigentlich nicht tun. Hector hält die Pflanzen mit Wasser am Leben. Was mögen sie für ihn sein? Grabsteine oder Trophäen? Keinen Durst. Ja, ja, genau. Wow. Am Ende des Spiels Manuel einfach nur so. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, warum ich immer Manuel sage. Manny ist wesentlich griffiger, aber... Oh, ja. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Dort hinten scheint etwas zu sein, das es anzieht. Momentan verhält es sich ruhig. Ich mag diesen Shot. Der ist mir sehr hängen geblieben. Den habe ich aber im Laufe der Jahre auch vielleicht häufiger gesehen. Aber wie die Pflanzen nach oben stürmen, wenn er sie wegsenzt. I remember that one. Er gefällt mir ganz gut da, wo er ist. Das muss Salvadors Kofferraumschlüssel sein. Ja, ein Haufen Munition. Keine Bewegung, Hector. Ja, du hast richtig gehört. Na, dann mal sehen, ob es so einfach sein wird. Ich gehe erst näher ran, wenn ihm die Munition ausgeht. Wenn ihm denn jemals die Munition ausgeht. Diesen Häcksler dabei. Das klingt nicht gut. Ja, das würde ich so auch umschreiben. Ja.
Ein sehr ekelhafter, irgendwie aber auch sehr unpersönlicher Tod, I guess. Und ich erinnere mich noch, auch schon beim ersten Mal, dass ich das Ende sehr abrupt finde, in gewisser Weise. Weil einfach Cut und sie sitzen sehen im sie, Number 9. Sie sind alle da. Wo ist deins? Die Dienststelle hat mir eins als eine Art Abschiedsprämie gegeben. Und, Dämonen fahren umsonst, hä? Och, Manny, du weißt, dass ich nicht mitkommen kann. Ich bin ein Geist dieses Landes und so. Ich kann diese Welt nicht verlassen. Tja, ich war wohl so vertieft darin, Leute zu retten, dass ich glaubte, ich könnte dich auch mitnehmen. Ja, aber ich muss nicht gerettet werden. Mir gefällt es hier. Dank dir habe ich einen neuen Job und all diese neuen Freunde hier gefunden. Hey, ich bin der Karrieredämon. Also, das war's dann wohl. Komm her, lass dich drücken. Du warst der beste Boss, den ich je hatte. Adieu. Manny? Ja? Wenn wir in der nächsten Welt ankommen... Was dann, Engelchen? Werden wir dann zusammenbleiben? Weißt du, Süße, wenn ich eins gelernt habe, dann dies. Keiner kann sagen, was am Ende des Weges auf einen wartet. Also warum genießt du nicht einfach die Reise? Und das war Grim Fandango. Einer der letzten großen Vertreter und einer der Sargnägel des Genres Ende der 90er. Und boy howdy. Dieses Spiel hat Rätsel. Ich hatte es wirklich ein bisschen verdrängt, vergessen. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber es hat mir große Freude gemacht, das mit euch nochmal durchzuspielen. Und das sage ich nicht nur, weil es das einzige Spiel war, was beim aktuellen technischen Zustand meines Rechners läuft. Obwohl das auch ein bisschen was damit zu tun hat, I guess. Ja. Und sorry, dass ich gegen Ende ein paar Mal in eine Komplettlösung gucken musste. Es ist, wie es ist. Sag, Nägel. Ein dreifacher Joke. Weil wortwörtliche Sargnägel, Zigaretten als Sargnägel und Sargnägel im metaphorischen Sinne für das Letzte, was das Zünglein an der Waage, was dann zum Untergang einer Sache führt. Es war übrigens keine Zeit, die Credits richtig zu formatieren, deswegen kann man viele der Sachen nicht lesen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich finde, das Spiel hat immer noch ganz viel Charme, Humor. Eine tolle deutsche Lokalisierung, finde ich wirklich. Eine schöne Ästhetik, wundervolle Musik. Und ja, es ist spielerisch nicht das beste Adventure, was ich hier gespielt habe. Ich denke, es war auch prinzipiell nicht schlecht, dass das Adventure-Genre eine Pause gekriegt hat zu dieser Zeit. Und ich meine, es war nie vollkommen weg, es gab immer wieder mal Vertreter. Und dann irgendwann gab es sogar ein großes Revival. Und auch da gab es dann wieder echt schöne Adventures. Also. Warum nicht? Oh, ich wusste nicht, dass bei LucasArts eine Dame mit dem Nachnamen Zanotto gearbeitet hat. Zanotto ist der Nachname von Lily in Psychonauts. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht kein Zufall ist. Vielleicht hat jemand, Tim Schäfer oder so, den Nachnamen gehört, sich gemerkt und bei Psychonauts verwendet. Oder Mr. Zanotto arbeitet mittlerweile selbst bei Double Fine auch. Oder damals zumindest. Alles möglich.
An euch nochmal vielen lieben Dank fürs Zugucken. Und für die kräftige Unterstützung. Einerseits durch Spieletipps, andererseits durch Entertainment. Denn nicht nur ich bin hier zu eurer Unterhaltung. Ihr seid auch sehr unterhalten für mich. Und last but not least natürlich auch vielen lieben Dank für die finanzielle Unterstützung, sei es auf Patreon oder sei es hier durch Abos. Es gibt mir eine Menge. Danke auch an alle, die als Follower dazugekommen sind. Sehr lieb von euch. Und Grüße an alle auf YouTube. Dankeschön, Sam. Sam hat die Link-Shotgun abgefeuert. In der Link-Shotgun habt ihr alles, was ihr braucht, um diesen Kanal entweder zu folgen oder ihn zu unterstützen. Ihr könnt zum Beispiel auf Twitter folgen, wo ihr wie heute zum Beispiel erfahrt, wenn sich ein Stream verschiebt. Oder ihr könnt dem Klemmto3-Kanal auf YouTube folgen, wo diese Sachen hier archiviert werden. Und es gibt viele andere schöne Sachen. Zum Beispiel bin ich aktuell auch bei Devil's Third dabei. Ein Spiel, bei dem mir sehr, sehr peinlich ist, dass ich relativ okay darin bin. Das sollte so nicht sein. Darüber hinaus gibt es den Link zu unserem wundervollen Discord-Server. Kommt vorbei und sagt Sam, was für einen guten Job sie macht. Und natürlich könnt ihr dem Kanal hier folgen, was euch nichts kostet. Oder ihr könnt ein Twitch Prime-Abo hinterlassen, was euch nichts kostet, wenn ihr sowieso eins rumzuliegen habt, weil ihr Amazon Prime nutzt. Auch gut. Oder ihr hinterlasst ein normales Abo. Ist auch cool. Das kostet nicht viel. Früher habe ich immer gesagt, es kostet ein bisschen mehr als ein Döner. Aber so wie die Preise in letzter Zeit angestiegen sind, kostet es mittlerweile ungefähr so viel wie ein Döner. Eigentlich sogar weniger. Der Döner bei mir hier um die Ecke kostet mittlerweile 5 Euro. Da ist ein Twitch-Prime-Abo ein Twitch-Abo günstiger. Es kostet euch außerdem Lebensenergie und vielleicht einen Teil eurer Seele. Das kann auch sein. Und wenn das alles nichts für euch ist und ihr sagt, Mensch, der Leo, unregelmäßig, jeden Sonntag, kann ich ihm dabei zugucken, wie er technische Probleme hat für 5 Stunden am Stück oder so. Wie viel sind es heute? Ja, heute sind es ungefähr 4. Setzt sich jeden Sonntag hin. Na? Man stand einfach am Sonntag auszuspannen, damit er Montag wieder auf Arbeit gehen kann. Setzt er sich hin und betreibt Entertainment für mich. Da kann ich doch mal auch finanziell unterstützen. Also gehe ich rüber zu Mats und schmeiß ihm ein Abo, weil er eine Katze hat. Das wäre ein Gedankengang, der euch vielleicht in den Kopf gehen würde. Aber ein anderer ist vielleicht auch, vielleicht habe ich auch noch Euro übrig oder so. Falls dem so ist in diesen schwierigen Zeiten, könnt ihr auch auf Patreon gehen und mich auf Patreon unterstützen. Ah, die Kanalbeschreibung. Die Kanalbeschreibung ist ungefähr so aktuell wie die Stretch Goals auf Patreon. Ich sollte irgendwann mal ändern. Hallo Boon, schön, dass du zum Abspann da bist. Das ist eine wahre Freude. Boon, wusstest du, dass du diesen Kanal hier unterstützen kannst? Zum Beispiel mit Abos. Oder mit Patreon-Spenden. Oder beides. Es war schon sehr schlau von Mats, dass er in eine Katze investiert hat. Ich meine, eine Katze ist auch auf eine Art teuer und nervt natürlich, aber ist dann echt gute, illustrious champion returns. Welcome home. Echt gute Investition. Boon, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich weiß nicht, wie du auf die Idee gekommen bist, jetzt ein Abo zu unterlassen, aber ich werde mich nicht beschweren. Nebenbei gesagt, Tommy Pieper hat wirklich gute Arbeit geleistet als Manny Calavera. Tommy Pieper ist in Deutschland vor allem bekannt als der Sprecher von Alf. Aber er gibt einen echt guten Manny Calavera. Dankeschön, Boon. Gute Arbeit, Hans Brechtel und Detlef Richter. Sehr, sehr gute deutsche Sprachausgabe. Und Kudos an alle Sprecher.
Alf ist eine Comedy-Serie über einen Außerirdischen, der gerne Katzen frisst. Sein Planet ist in die Luft geflogen, weil alle Leute eines Tages gleichzeitig den Föhn angeschaltet haben. Und das war Grim Fandango. Vielen lieben Dank nochmal, dass ihr dabei wart. Ich habe keine Ahnung, was wir ab nächster Woche spielen. Vielleicht... Oh, kann ich nächste Woche überhaupt? Ja, nächste Woche oder übernächste Woche muss ich nochmal aussetzen einmal. Vielleicht ist das sogar nächste Woche. Wenn ja, dann habe ich noch genug Zeit, mir zu überlegen, was ich spielen will. Aber, ja, vielleicht haben wir auch irgendwas Cooles. Vielleicht... Und wenn nicht, spiele ich euch einfach Songs of Conquest vor und zeige euch, wie sehr ich zacke in dem Spiel. Ja, Sam. Fast. Wie das Spiel einfach neu startet. Okay. Habt einen wunderschönen Sonntag. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und einen guten Start in die neue Woche. Guckt auch bei den Jungs von Hooked vorbei. Guckt bei Mats, bei Superkreuzburg vorbei. Und ja. Wisst ihr, was ich immer wieder vergesse? Ich vergesse immer wieder, dass wir theoretisch raiden können. Gibt es irgendjemanden, der gerade geradet werden müsste? Ah, nicht YouTube. Nicht YouTube. Shut the fuck up. Gut. Ah, wen könnten wir denn raiden? Vorschläge? Nico? Wir machen nochmal das Kommando. Einfach nur slash raid und dann Nico? Speckups ist gar nicht online, ne? Okay. Slash Raid. Nico. Ich probier's. Euch noch einen wunderschönen Sonntag, schöne Woche. Wir sehen uns vielleicht nächsten Sonntag, vielleicht auch nicht. Ich schreibe was auf Twitter. Bis dann. Und passt auf euch auf. Ciao. Was ist LOL? Was ist... What is happening? Hallo? Okay. Diese Stille. Okay, whatever. Habt eine schöne Woche. Bis dann, bye bye.